Sag doch was. Hallo, wir machen weiter mit unserem Myranor Marathon Livestream. Der zweite Tag. Die Leute haben schon etwas gelitten, aber wir halten durch. Es sind wieder und immer noch dabei Anselm, Babsi, Frank und Hannes. Da kommt mein Gehirn immer so zum Stillstand. Hannes ist der richtige Name, Hannes ist der richtige Name. Und die weiterhin Snorri, Anjani, Rachtoch und Naiginimel spielen. Snorri hat jetzt einen Charakterbogen. Mit einer ungefähr genauso guten Charakterzeichnung wie auf dem ursprünglichen. Ja. Ich bin auch nicht wesentlich besser geworden. Und Rachtoch hast du selber auch gezeichnet. Ja. Für Frank. Ich bin hier. Ich werde hier nicht bezahlt als Zeichner der Gruppe. Aufgrund allgemeiner Plotmenge wurde, glaube ich, darum gebeten, dass wir noch einmal zusammenfassen, was eigentlich bisher geschah. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich versuche mich trotzdem zu beeilen, denn wir müssen kurz auch über zwei Bücher reden, die wir schon hinter uns haben. Möchtest du der Buchhalter sein? Ich glaube, du musst es so halten, dass die Kamera es aussieht, also weiter rechts. Genau. Die Verbotene Kammer ist nämlich im Grunde der erste Teil der Wächter des Imperiums-Kampagne. Es erzählt nämlich eine Vorgeschichte. Und zwar wird man in diesem Solo-Abenteuer, und wenn man es als Gruppe spielt, dann als Gruppe, das ist durchaus auch möglich, in einen versuchten Einbruch in eine Bibliothek mit hineingezogen. Es gibt nämlich eine berühmte Bibliothek, in der es eine Kammer geben soll, die unzugänglich ist, beziehungsweise verboten ist. Und ein junger Schüler aus dem Hause Thanos, das in Xaxaras regiert und aus Magiern besteht, möchte in das Innerste dieser Bibliothek rein, weil er hört, dass irgendetwas bestimmt ist. Und besonders, und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass er in die Tochter des Statthalters und Besitzers dieser Bibliothek schwerst verliebt ist und irgendwie beweisen möchte, dass er doch eine coole Sau ist. Und leider ist er ein bisschen unfähig in manchen praktischen Dingen. Er ist ein guter Magier, aber ansonsten... Und er schleift dann also damit rein und man muss sich durch diese Bibliothek rätseln und auch ein bisschen kämpfen, aber vor allen Dingen rätseln und lernen eine Menge über Myranor. Und im Herzen dieser Bibliothek findet sich dann eine Maske von jemandem, der schon sehr lange tot ist und die schlimme Dinge mit der Person anstellt, die sie aufsitzt. Man hatte nämlich auf einmal Visionen. Das kommt der Babsi zum Beispiel vertraut vor. Und der junge Magier tut das dann, dem geht es damit auch nicht so gut. Man kann aber versuchen, ihm zu helfen, aber danach scheint er sich vorgenommen zu haben, irgendetwas weiter in diese Richtung zu unternehmen, denn er hat irgendetwas gesehen, als er diese Maske getragen hat. Dum, dum, dum. Die Verbotene Kammer. Dann, der erste eigentliche Band der Kampagne ist die Ewige Marder. Und der Aufhänger hier dafür ist, dass Leute, die in Xaxaron unterwegs sind, darüber stolpern, dass jemand versucht, eine alte Statue aus einem größtenteils verlassenen Tempel zu klauen. Und die Leute, die das probieren, sind gut gemacht. Idioten. Die Leute, die versuchen, diese Statue zu klauen, sind nicht unbedingt die Netten. Also die gehen da relativ rücksichtslos vor und die Helden versuchen vermutlich, also ich habe es öfters testgespielt, eigentlich alle haben versucht zu verhindern, dass diese Statue geklaut wird und die Leute, die in dem Heiligtum leben, zu verteidigen und sich da zu verschanzen. Aber wir haben es geschafft. Ihr habt es auch geschafft. Und wir hatten Hauke mit irgendeinem Imba-Charakter, der alle mit dem Schariel gespielt gemacht hat. Und die Positionsvorteile eines fliegenden Charakters gegen einen Charakter am Boden sind nach dem auf DSA 4.1 beruhenden Myranor-System doch erheblich. Der hat so ziemlich alle Leute im Sturzflug gemessert. Beziehungsweise gelanzt. Aber davon mal ganz ab. Testrunde. Es passiert dann im Rahmen dieser ganzen Sache, dass die Statue auf einmal lebendig wird und sich herausstellt, das war nur jemand, der sehr, sehr lange versteinert war. Und die Frau behauptet, sie ist ein mächtiger Angehörige des Hauses Thanos, das da regiert, und sie würde gerne mit ihrer Vorsitzenden des Hauses sprechen. Aber sie hat was Besonderes, sie hat nämlich ein geöffnetes drittes Auge auf der Stirn, von dem die Magier in Myranor größtenteils alle behaupten, dass sie das haben, weil sie von Leuten abstammen, bei denen das normal war. Aber das ist trotzdem so eine brenzlige Sache und sie ist jemand, der tatsächlich damit rumläuft und will also nur mit bestimmten Personen direkt reden. Das heißt, man verhilft ihr dann zu einer Audienz mit sehr vielen Umwegen und durch Dungeons kriechen oder sich durch eine ganze Konferenz von irgendwelchen Leuten, die Frieden haben wollen, aber es nicht hinkriegen. Egal, aber sobald die zwei einem miteinander begegnen, sind klar, verarscht. Sie ist die eigentliche Böse und die eigentliche Herrscherin über Xaxaron wird in eine Schwalbe verwandelt und flieht. Und man ist erst im Auftrag dann der Frau, die jetzt den Thron an sich nimmt und sich ausgibt als Magokratin unterwegs. Aber die meisten Leute haben relativ schnell die Seiten gewechselt, sich von ihr losgesagt, denn sie hat noch eine göttliche Vision, die ihnen sagt, wenn diese Frau über Xaxaras herrscht, dann können wir eigentlich die Westseite des Imperiums abschreiben. Dann wird es Krieg geben und das Land wird brennen und alles ist nicht gut und ihr seid schuld. Eigentlich
nicht nett so als Einstieg. Und dann muss man also versuchen, wieder an diese blöde Schwalbe ranzukommen und versuchen, sie zurückzuverwandeln. Und das tut man dann den Rest des Buches lang mit mehreren Stationen, wo man Leute mit aufgabelt, ein Luftschiff relativ schnell, sehr schnell bekommt, mit einer Crew, die man entweder mitnehmen kann oder über Bord schmeißen, je nachdem, wie man drauf ist. Man kann die über Bord schmeißen. Hättet ihr tun können, habt ihr aber nicht. Ja, wie hätten wir das dann auffliegen sollen? Eben. Ich hätte ja sein können, dass die Gruppe nur aus Luftschiff-Experten besteht. Und mit diesem kleinen Luftschiff mit der Drachenschwinge ist die Gruppe dann unterwegs. Und es kommt dann tatsächlich am Ende an dem Punkt, wo man diese Schwalbe wieder einholen kann, dann nochmal zu einer Auseinandersetzung. Ein Böse können zur guten Seite wechseln, weil sie rausfinden, dass sie verarscht werden, weil sie eigentlich nur im Auftrag der falschen Magokratin stehen und sich anschließen können. Am Ende kommt man damit raus, dass zwar einige Leute gestorben sind und manche Dinge schiefgegangen sind, aber man hat gegnerische Luftschiffe versenkt. Heißt das versenkt? Man hat sie gebotet. Geentert. Man hat zerstört. Abgeschenkt. Und die Magokratin wurde zumindest größtenteils wieder in ihre humanoide Gestalt zurückverwandelt, auch wenn ihre Magie noch nicht so richtig funktioniert. Und der zweite Band beruht jetzt darauf, dass diese mehr oder weniger sagt, es gibt eine Sache, die uns helfen könnte. Ich glaube nämlich, ich weiß, wer die Person ist, die mich vom Thron gestoßen hat. Und sie gehört einem Haus an, das schon lange aus dem Imperium verbannt wurde und sich den großen Bösen im Westen angeschlossen hat, den Dreidal, das Haus Chrysotheos. Und es gibt die Geschichte, dass es da einmal ein Zwillingspärchen gab und der Bruder soll eine Waffe hinterlassen haben, der Bruder, der zu den Dreidal übergewechselt ist, während er seine Schwester offensichtlich in Stein verwandelt hat oder sie unter irgendwelchen Umständen in Stein verwandelt wurde. Und der soll eine Waffe hinterlassen haben, die speziell gegen Angehörige seines Hauses sehr effektiv ist und die was mit seinem dritten Auge zu tun hat. Und wenn sie selber neue Verbündete sucht und nach einer Alternative, falls dieser doch sehr gewagte Plan irgendwie nichts bringt, seid ihr die armen Schweine, die unterwegs sind und versuchen rauszufinden, wo dieser Bruder denn jetzt überhaupt diese Waffe hinterlassen hat. Und dafür hat der in Form seiner Maske, die hier in der verbotenen Kammer aufbewahrt wird, eine Rätsel- und Visionsqueste quasi hinterlassen, der man folgen muss, um rauszufinden, was für Lebensstationen hatte der, wo war er, was hat er eigentlich gemacht, was könnte das für eine Waffe sein und wo könnte er sie deponiert haben. Und da seid ihr jetzt dabei. Vipsys Charakter, Anjani, ist diejenige, die die Maske als erst aufgesetzt hat und das seither auch immer wieder tut und damit Visionen hat, die ihr Hinweise geben, wo es als nächstes weitergeht. Es gibt verschiedenste Prüfungen an den Orten zu verstehen und sie schicken euch durch das sogenannte Sterbende Land, so heißt auch der zweite Band. Das ist nämlich eine Umschreibung von Antalya. Die antalische Savanne ist ist so ein breites, Stückchen umstrittenes Land zwischen dem Dreidal und zwischen Xaxoron als Ausläufer des Imperiums. Das ist durch Krieg immer wieder verheert worden. Den Leuten, da geht es nicht zwingend gut. Und da seid ihr mit eurem Luftschiff unterwegs und habt mit einem seltsamen Kult verhandelt und Leuten, die sie belagern, um in Traumerinnerungen von dem Bösen, den ihr verfolgt, hineinzuschauen, Karo Fürdes, und zu sehen, wie er sein Leben von Kindheit an bis zu einem bestimmten Alter war. Ihr seid an einem Schlachtfeld gewesen, wo er das erste Mal eine besondere Fähigkeit ausgenutzt hat und offensichtlich große Mengen an Leuten einfach vernichtet hat von jetzt auf gleich, was ungewöhnlich ist. Und ihr seid jetzt dann angekommen in einer Stadt, in der er länger regiert hat, aber die offensichtlich von Truppen des Imperiums zwischendurch zerstört wurde, um die bizarr mit Untoten aufgefüllt wurde, um so etwas wie alltägliches Leben wieder zu simulieren. Wie so eine Art animatronisches Museum, nur mit Leichen. Klingt gut. Also nein, aber... Und die allgemeine Situation ist quasi, ihr folgt den Spuren dieses Karo Fürdes, die er gelegt hat. Ihr habt an zwei Orten jetzt gefunden, dass dort auch ein Geweihter eines anderen Gottes entweder umgebracht, geopfert oder entweiht wurde und habt zwei Waffen aufgesammelt, die euch auch geholfen haben, diese geweihten Waffen, gegen eine Auswirkung, die mächtige Dreidal haben, dass sie nämlich quasi Leben vernichten in ihrem Umfeld. Und im Herzen dieser Stadt ist diese Aura immer noch vorhanden. Und dementsprechend ist Rachtoch unterwegs mit einem Hammer. Und Nagnimelf ist der mit der Schleuder, richtig? Ja. Na toll. Und was noch mit hineinspielt, ist, ihr wisst, dass derjenige, der euch begleitet, ihr wart nämlich nochmal in der Stadt, wo die verbotene Kammer ist und habt den Statthalter dort mitgenommen, Korysthenes, der ein bisschen wahnsinnig ist. Der hat vor 30 Jahren schon mal dieselbe Reise gemacht und danach seine Erinnerungen daran gelöscht, offensichtlich aus Gründen, auch wenn langsam die Erinnerungen irgendwie wiederkommen. Und vor kurzem erst ist sein Schüler, der hier in dem ersten Vorgeschichte die Maske aufgesetzt hat, ebenfalls auf dieselbe Reise gegangen und ihr habt dann schon an ein, zwei Stationen gehört, dass er da war. Ja,
Zuletzt habt ihr jetzt in der Schwarzen Pyramide im Herzen der Stadt unter anderem die Überreste von jemandem gefunden, der eher so seit 30 Jahren tot rumliegt und offensichtlich verstorben ist und möglicherweise mit Korysthenes da war. Und dann ist ein Sandsturm über die Stadt hereingebrochen. Zwei von euch sind in der Pyramide. Und einer von euch ist rausgerannt, um Korysthenes das Leben zu retten, der wie ein Geisteskranker in den Sturm hineingestolpert ist und gerade bricht ein Gebäude über dir zusammen. Und Snorri ist an Bord des Schiffes geblieben, glaube ich. Oder Unterdeck. Ja, Snorri hat ab und zu Schlafanfälle. Du hast gerade, glaube ich, 40 Stunden Livestream zusammengefasst. Oder mehr? Mindestens, ja. Deutlich mehr. Die verbotene Kamera habt ihr doch auch mal gestreamt? Ja, wir haben die verbotene Kamera auch mal im Livestream, damals noch auf Twitch, durchgespielt unter Beteiligung des Chats. Deswegen gibt es auch keine Aufzeichnung davon, weil das auf Twitch war. Aber ja. Wow. Machen wir das Beste draus. Ja, tief durchatmen. Habe ich was vergessen, was richtig wäre? Wie geht's im Chat? Wie geht's den Leuten? Wie geht's der Zuschauerschaft? Zuschauerschaft. Cheat. Wasch mich. So? Ja. Ich kann auch lauter und langsamer. Na gut. Was machen wir denn jetzt? Ja, gehen wir mal. Machen wir Gruppe 1, Gruppe 2. Gruppe 3. Never split the party. Ich würde gerne aus dramaturgischen Gründen kurz zu Anselm wechseln. Beziehungsweise Snorri, der wach wird von einem lauten Dröhnen, wie als würdest du in einer riesigen Trommel sitzen, auf die jemand einschlägt. Das ganze Schiff scheint so unter Druck zu erklingen und zu knarzen. Sehr gut, was ist hier los? Warum lispelst du? Ich hatte nicht mehr genug Punkte übrig und dann... Das kann ich mir gar nicht sagen. Ich hätte ihm Lispeln gegeben nach circa 40 Stunden Spielzeit. Nein, das war nur ein Witz. Also müssen wir sehr dramatisch in der letzten Runde. Ja? Als du weg warst. Ja, du jetzt wird es wieder albern. Na gut. Das Erste, was du überhaupt sagst. Seine Zunge ist noch nicht wahr. Ich schenke dir die Punkte für diesen Nachteil. Nein, ich habe ihn nicht gekauft. Es war nur ein Witz. Ich fand ihn gut. Alle haben gelacht. Alle? Ja. Nico hat traurig geguckt. Das war nicht traurig. Gut, ich springe auf. Das war enttäuscht. Ich springe auf. Zücke meines Kraja. Renne auf Deck. Verschaffe mir einen Überblick. Der Überblick meine ist, dass die Luft dich töten will, weil sie aus fliegendem Sand und Staub und mitgerissenen Steinen und Bröckchen und allem möglichen besteht, der dir mit Wucht ins Gesicht geblasen wird. Es fällt dir von einem Schlag auf den nächsten extrem schwer zu atmen. So geht es tatsächlich besser. Und du kannst quasi nichts mehr sehen, weil du die Augen so weit zusammendrücken musst, dass die Wimpern das Schlimmste fernhalten, dass es du so im Grunde auch gleich gar nicht schaffen könntest. Das kannst du nicht wirklich ausmachen. Ist irgendjemand hier? Eine große Pranke packt dich an der Schulter und Chaunon schiebt dich aus hinter eins der eingefahrenen und zusammengebundenen Segel, wo ihr ein bisschen im Windschatten seid und du halbwegs deine Augen freibrinzen kannst von einer sich schnell bildenden Kruste aus Tränen und Dreck. Und neigt sich über dich. Er hat ein Tuch um seinen massigen Löwenkopf gewickelt und wischt sich ebenfalls mit der Pranke jetzt die Augen ab. Der Sturm ist da. Können wir hier verschwinden? Nein, wir können im Sturm nicht fliegen und die anderen sind in der Stadt. Da unten. Da unten. Ich glaube, ich habe vorhin Steinblöcke fliegen sehen. Sind wir gelandet? Sind wir am Boden? Nee, du hast wenig mitbekommen. Ich musste schlafen. Wir haben die Stadt überflogen und sind in einem Tal gelandet. Hier sind wir vor dem Schlimmsten des Sturms geschützt. Klingt gut. Ich muss jetzt die anderen finden. Ihr Leben könnte davon abhängen. Das kann durchaus sein. Sie brauchen sicher Hilfe. Er richtet sich auf eine ehrenhafte Aufgabe. Du bleibst hier. Ich hole sie. Wie hoch sind wir? Boden. Gut, ich springe über. Boden. Haha, nur verarscht. Ich bin episch und ihr? Nacht hier. Ach, Witze. Wir ignorieren mal, dass nach DSR 4.1 du eigentlich schon, wenn du aus 3 Metern Höhe springst, dir irgendwie den Knöchel verstauchen könntest, sondern du landest relativ episch tatsächlich auch in einer frischen Sandwehe. Ich habe Balance 10.
In einer frischen Sandwehe, die sich rings um Seilverteuerungen gebildet hat, mit denen die Drachenschwinge am Boden festgemacht wurde. Über dir sirrt und fiebt das Seil, die Seilstruktur, die Takelage rings um die Balance, die auch mit einem Dum, 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 Dum die ganze Zeit gegeneinander fallen. Kann ich irgendeine Form von Richtung? Ja, zwischendurch gibt es immer wieder mal Momente, wo der schlimmste Sand vorbeigeweht wurde und zwar der Lärm nicht nachlässt, aber du ein bisschen weiter schauen kannst und dann siehst du einen Torbogen, eine kleine Pyramide und eine Straße, die ihn zu beidem hinführt. Gut, da renne, stapfe, stolpere ich hin. Vor dir wirbelt der Sand regelrecht einem Trichter, einem Mahlstrom gleich über der Stadt und durch die Stadt hinweg und du siehst noch, während du dich näherst, wie Gebäude in sich zusammenbrechen und im Sand versinken. So, das ist der Platz, an dem man sein will. Wie würde ein Klingone sagen, vielleicht ist heute ein besonders guter Tag zum Sterben. Ich stürme hinein und suche die anderen. Du befindest dich leider in einem Gebäude, das gerade dabei ist, langsam in sich zusammenzubrechen. Du hast eben noch gesehen, wie einer von den Ghulen, die hier die Stadt beleben, hinausgegangen ist und mehr oder weniger an der Wand zerschmettert wurde, als der Wind ihn erfasst hat. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, hier den Sturm zu verbringen. Mhm. Weil hier konnte ich mich nämlich mit dem Hammer über dem Kopf, der uns allen ein besseres Gefühl gibt und die Decke, die ich in weiser Voraussicht extra mitgebracht habe für den Sandsturm, um mich darunter zu verstecken. Scheiß drauf. In dem Haus können wir nicht bleiben. Gut, also ich gehe jetzt davon aus, dass ich mein Tuch sowieso übergezogen habe. Ne? Also, ja. Was vielleicht auch tatsächlich ein Vorteil gegenüber anderen Mitgliedern deiner Gruppe, weil du aus einer Steppe stammst, deine Spezies kann ihre Nasenlöcher ein bisschen weiter verschließen und deine Wimpern sind sehr lang, aber das ist trotzdem extrem. Ja. Ja, trotzdem, wir müssen jetzt hier raus. Mhm. Dann. Und du hast dann halbbewusstlos eine Chorosthenes. Chorosthenes? Den richtigen Namen suchen. Ich packe mir Chorosthenes unter den. So. Mhm. unter den Arm. Irgendwie die Decke und den Hammer da drüber, Chorosthenes so und dann so, Decke drüber. Dann versuche ich den mal irgendwie da rauszuschleppen, dass wir da rauskommen. Ja, und ich glaube, die Pyramide ist wahrscheinlich auch nicht sicher. Einfach in Richtung von dem Schiff wieder. Was von dir aus gesehen auch hinter der Pyramide ist, aber. Ach so. Ihr seid von Osten zur Pyramide gekommen, weil ihr sie einmal halb umrundet habt. Wenn das Schiff dann muss ich wieder zur Pyramide. Gut, also dann vielleicht, das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr. Sowas wie Windschatten hinter der Pyramide werde ich nicht finden, ne? Das weißt du nicht. Versuchen wir es mal. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen. Gib mir doch mal eine Körperkraftprobe. Sobald du nämlich ein paar Schritte aus dem Windschatten, den du gerade hattest, herausmachst, musst du dich fast. Ja, doch. Viel. Musst du dich sehr schräg zum Boden stemmen und Chorosthenes hinter dir herschleifen, dass es quasi nicht mehr bewegt. 4 von 16. Das ist ziemlich gut. Du schiebst dich tatsächlich Schritt für Schritt hartnäckig durch den Sturm und den Staub und den Sand auf die Pyramide zu. Und du glaubst, vage kurz zwei Gestalten auszumachen, die auf halber Höhe bei dem Eingang der Pyramide stehen. Gut, gucken. Sind die das? Sehen wir ihn? Machen wir Wahrnehmung. Sinneschärfe. Nicht so verkehrt an. 1, 4, 3. Ich sehe ihn. Behaupte ich mal. Würf ist eine 1. Sagst, es fängt gar nicht so verkehrt an. Also, ja. Es ist immer der Letzte. Nee, ich habe es auch geschafft. Ja. Es war nicht ganz so glorreich. Oder fast immer. Du siehst etwas, was im ersten Moment aussieht wie eine kleine unförmige Pyramide oder Sanddüne, die sich vorwärts schiebt, aber sich dann als Zwinkers kurz in einem leichten Abflaum des Sturms enttarnt als Rachtoch, der jemand anders unter einer Decke mit sich herschleift und einen Hammer über den Kopf gereckt hält. Da unten. Du siehst zwei Gestalten, eine davon Humanoid und eine mit 4 Armen. Das passt ziemlich gut zu dem, was du zuletzt von deinen Begleitern gesehen hast. Gut. Winken und drauf zu. Scheint er hier wieder hoch zu wollen, oder? Er kommt zumindest geht auf die Pyramide zu. So, die Pyramide rauscht und Ding, aber macht noch keine Anstalten zu versinken, oder schon? Nein, die ächzt und aus den Fugen rieselt Staub, aber noch steht sie zumindest. Der tonnenschwere Marmortisch in der Mitte vibriert immer mal wieder und wandert dann auf einmal spontan ein paar Fingerbreit über den Boden. Gut. Ich laufe noch einmal schnell zurück zu dem Leichnam von dem Tyrannos. Und
Ja, schau, ob der noch schnell irgendwas Taschenmäßiges bei sich hat oder sonst irgendwas, was man mitnehmen müsste. Aufzeichnungen oder so. Er hatte letztes Mal seine Tafel mit kurzen Notizen hier. Genau, diese das Büchlein, das er bei sich dabei hat, ist ausgetrocknet, also mehr oder weniger zu Staub zerfällt, als du es berührst. Okay. Gut, dann gehe ich wieder zurück und warte auf Rachtoch. Und dann müssen wir schauen, ob wir uns dadurch rausjagen lassen. Ob vielleicht das hintere Tor, ob wir das von innen irgendwie aufkriegen. Dann müssen wir nicht wieder so halb im Kreis rumlaufen. Mhm. Das wäre bei dem Wetter, glaube ich, tödlich. Ach so, von der Pyramide meinst du? Ja. Mhm. Ja, wir sind ja so in diesen komischen konzentrischen Kreisen, mhm, sind wir dann immer versetzt hinein. Und vielleicht kommen wir von innen in einer geraden Linie zurück zur Schlucht. Mhm. Gut. Und doch in irgendeinem Windschatten. Genau. Wenn es sowas wie Windschatten gibt, wäre ich höchst dankbar. Mhm. Das klingt sehr kompliziert. Naja, du hattest, die Stadt ist in Kreisen angeordnet, mhm, wo immer wieder kleinere Mauern dazwischen waren. Mhm. Und die Mauern waren, obwohl es eine große Prachtstraße war, die auf die Pyramide zugegangen ist, war es dann bei der letzten Mauer versetzt und wir mussten einmal. Ja, beziehungsweise ihr habt beschlossen, dass er außenrum geht, weil die links in der Pyramide geht es euch nicht gut. Genau. Und ihr wolltet besser von Osten gehen, wo ihr den Haupteingang vermutet habt. Ja. Was auch stimmt. Also euer Plan ist es, raus und gemeinsam Choristenes schleifen? Ja. Oder lasst ihr den da? Niemand wird es euch übel nehmen, aber. Ich glaube. Na komm, wir nehmen ihn mit. Seine Tochter ist hilfreich. Hübsch. Ja. Und gerade hat er auch keinen komischen Typen auf der Schulter. Ja, ja, derzeit ist er ja noch nicht da, das stimmt. Ja, mitnehmen. Ja, natürlich nehmen wir mit. Das heißt, ihr geht hinaus in den Sturm, der weiterhin ohne eines Zeichens, dass er sich irgendwie bereit wäre, sich abzuschwächen, weiterhin tut. Gut. Das sind wieder Körperkraftproben für jeden Beteiligten von euch. Ja. Knapp. Lach doch, und weiterum kein Problem, du stapfst stur und absolut zielsicher in den Sturm hinein und schleift noch Choristenes quasi halt über die Schulter hinter sich her und reckt seinen Hammer hoch. Euch beide weht es tatsächlich von den Füßen, ein heftiger Sturmstoß wirft euch seitwärts auf die Knie und dann gegen eine Mauer, ihr rappelt euch wieder auf. Aber sind einmal tatsächlich 8 und einmal 4 Trefferpunkte. Ich nehme an, ihr tragt beide keine Rüstung. Ja. Mhm. Ja. Bei mir 4 oder 8? Bei dir waren es 8, bei ihm waren es 4. Bevor ihr wieder auf die Füße kommt und weiter durch den Sturm stapft. Tatsächlich schafft ihr es aber, durch die Überreste der großen Höhlenanlage rings um die Pyramide herum zu der innersten Mauer und dann von dort aus weiter und zuckt zusammen, als auf einmal eine große, massige Gestalt aus dem Sturm auf euch zustapft, eine Axt in der Hand, unförmig den Kopf unter Tüchern eingewickelt, nehme ich mal an. Okay, ich mach die Belere fertig. Oh nein. Ja, ich meine, was ist Ungetüm denn jetzt her? Erkennt man ihn? Ja. Ihr könnt ihn gerne erkennen, als er näher kommt. Weiß Waffner, was ist das für ein Sturm? Ein Beschissener. Puh. Komm, lass uns hier verschwinden. Ah, Rastosch. Wo sind die anderen? Du drehst dich um und siehst, dass sie deutlich hier weiter hinter dir sind als vorher. So. Da! Und ich gehe sie da holen! Ja, ich bringe. Ja, Choristenes hier weg. Ich stapfe zu den anderen. Hm. Sind wir ja schon fertig? Ja. Man hört was nicht zu sehen. Ich halte dir ein Seil. Dann schiebe ich sie Richtung Luftschiff. Tatsächlich bist du damit der Todesaura auch entgangen, weil du bei Leuten dabei bist, die ihre Waffen auch haben und dich in den Sessions holen findest. Nur kurz als Erklärung für den Stream und den Chat. Weil Rach doch weiterhin den Hammer über den Kopf hält und damit die Gesundheit der anderen schützt. Ihr schafft es stolpernd, mühselig und nach einigem Hin und Her tatsächlich zurück zur Drachenschwinge und in ihren halbwegs tauglichen Schutz, während der Sturm langsam wirklich alles Tageslicht auslöscht und es dunkel wird. Ihr seht allesamt graubraun aus. Egal, was sonst eure Hautfarbe ist, ob das blau-grau ist, wie im Fall der Neristo, oder gebräunt oder bepelzt, ihr seid eine durchgehende panierte graue Schicht.
Den Pelz kriegt man bestimmt schwer raus. Ist doch ewig, wie ich das alles da raus habe. So ein Scheiß. Scheiß Sand. Ich wusste gar nicht, dass Sand hier überhaupt hinkommen kann. Was hast du da mitgeschleppt? Wenn du die Decke runterziehst und die ebenfalls in kleinen Düne dann hinterlässt, liegt Korosthenes da. Seltsam, halt wie er geschleift wurde, regungslos, mit Blut, das eben aus dem Mundwinkel rennt oder aus den Augenwinkeln. Na gut, dann sollte man sich vielleicht noch um den kümmern. Habt ihr denn da verprügelt? Na, ist der Einschluss der Pyramide, nehme ich an. Der hat den fertig gemacht. Er hat irgendwie geschrien, er will es doch wissen. Er hat ja damals seine Erinnerungen löschen lassen oder was. Und er hat vielleicht auch irgendwas erkannt, das habe ich aber nicht so ganz verstanden alles. Jedenfalls, also er war schon mal hier, hat er gesagt, ne? Ja. Genau, er hat gesagt, er war schon mal hier. Und also wir haben in der Pyramide eine Leiche gefunden. Offenbar ein Angehöriger seines Hauses. Ich würde vielleicht jemand, den er begleitet hat. Ganz kurz bitten, dass er den Korosthenes auch, also wir legen ihn halt in sein Quartier, aber so eine Art kleinen Bannkreis um ihn herum zieht. Bannkreis? Ja. Ist lange her. Was Grundlegendes. Was Grundlegendes, genau. Einfach nur, dass er mal von äußeren Einflüssen jetzt eine Zeit lang, also wo man dann eine Ruhe hat, vor allem von seinem komischen, dämonischen Begleiter, dass der vielleicht nicht gleich wieder auftaucht. Wir möchten einfach uns mal ohne diese rotglühenden Augen mit ihm unterhalten. Vor allem, da jetzt seine Erinnerungen scheinbar wieder da sind. Ich tue mein Bestes. Gut. Ich werde einen Heiltrank mal schauen, ob ich was zusammengebraut bekomme mit dem, was ich da habe. Ausgezeichnet. Sagt uns das Bescheid, wenn er wieder einigermaßen bei Bewusstsein ist. Sofort oder kann ich ihn erstmal ausschimpfen? Nein, das möchte ich hören. Sofort. Also sofort. Gut. Was man nicht alles tut. Er sucht Kreide heraus und fängt an mit einem Kreis zumindest. Auch wenn er dabei etwas unschlüssig wirkt. Also den Kreis kriegt er noch hin und dann überlegt er. Antidämonisches Wirken. Fängt an zu zeichnen. Ich habe mich ziemlich. Versorgt dann aber mal. Versucht ins Hand loszuwerden. Und scheiterkläglich. Was hast du da für einen Hammer? Oh, ein Hammer. Den Hammer kennst du? Das ist. Aber der schaut nicht mehr gleich aus, das stimmt. Der ist gewachsen. Das, ist der Hammer von einem... Das ist der kleine Hammer? Das ist der kleine Hammer, genau. Den wir da gefunden haben bei dem... Ist tatsächlich auch... Wirkt tatsächlich gewachsen. Er ist größer geworden und Rost hat sich von ihm gelöst. Und man kann immer mehr erkennen, dass es tatsächlich ein schönes und gut gearbeitetes Werkzeug ist. Ja, wirklich guter Hammer. Sozusagen ein Schicksalshammer. Er sieht nicht genau so aus. Serviervorschlag. Sorry. Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber das wäre gut. Aber tut es nicht. Tja. Sind wir ja fertig? Ich denke nicht. Schon. Wir haben... Ich muss dahinter Korosthenes her, aber vielleicht kriegen wir aus dem auch noch ein bisschen was raus, was der hier erlebt hat. Also, das heißt, wir können nicht tun, dass den Sturm abzuwarten. Ja, und das ist richtig. Was wir erfahren haben, ist, dass wohl er mit seiner Familie hier gewohnt hat, der gute Korofyrdis. Und seine Schwester ist Phimene. Phimene war wohl vor einiger Zeit gestorben vor ihm. Und seine Frau, seine Kinder wurden auch an diesem Ort hingerichtet. Er kam dann wieder und hat dieses Marionettenspiel erschaffen. Und außerdem haben wir eine Karte gefunden, die darauf hinweist, dass es ein Stückchen weiter im Westen. Westen noch vier weitere dieser Städte gibt und eine große Schlucht, Abgrund, mitten im Land der Dreidal. Da müssen wir hin? Das hoffen wir nicht. Wir wissen es nicht. Also müssen wir da hin. Das ist ja wieder eine Vision, die auf grob einen Ort angenannt bedeutet hat.
Die liegt da noch. Es gibt tatsächlich zwei Dinge, die sehr beunruhigend sind. Und zwar eine Vision, die verheißen hat, dass es einen Baum gibt, die bis an den Himmel reicht, um dort mit deren Äste etwas, das an den Himmel gekettet ist, die Möglichkeit zu geben, herabzusteigen auf diese Welt. Ich bin kein besonders Gelehrter, aber das klingt doch nach dem Widersacher. Ja, das ist so, als würde jemand versuchen, dem Widersacher die Möglichkeit zu geben, von seinem Gefängnis wiederzukommen. Das ist die falsche. Das ist die, die ich schon hatte. Ja, du hattest die ja auch schon. Tja. Obwohl, stimmt, ja. Das heißt, es gibt jetzt zwei Dinge. Wir suchen weiter diesen Ort im Westen. Oder aber, hast recht. Wir könnten... Oh. Soll ich mal eben? Also es ist nun klar, dass der Widersacher unser großer Gegenspieler ist, oder dass Korofür das versucht hat, mit ihm einen Handel abzuschließen. Was das Artefakt, diesen Spiegel und das Heiligtum in der Felsnadel tatsächlich nochmal in ein neues Licht drückt, denn sie haben sicher gelogen, das war niemand, der Damada treu ist. Das lässt sich mit Sicherheit sagen. Aha. Verstehe. Tja, was waren sie dann? Sie haben gesagt, sie wurden alle von Visionen hierher geleitet. Das, ja. Das sind keine Visionen der Marder gewesen. Nein. Wir sind ein bisschen zu wenig, um sie auszurotten. Das ist direkt der nächste Schritt. Ich glaube nicht, dass wir dorthin müssen. Wir haben ein Schaunor. Wir haben einen Schaunor. Wir werden ihn benutzen. Also die Landschaft, die ich gesehen habe, naja, es war ein Grab und eine Savanne, ein mächtiger Strom. Ich vermute, dass es auch irgendwo hier ist. Der Strom, könnte das der Fluss sein? Der Orismani, aber der ist so weit im Osten. Könnte es der Orismani gewesen sein? Ja. Aber dann sind wir auch wieder bei der Felsnadel in der Nähe, wenn wir zurückfliegen müssen. Ja, sogar noch weiter. Kannst du es mir nochmal wiederkennen? Wir haben auch noch eins. Stimmt. Du kannst einfach auf Seite 91 in deine Ausgabe gucken. Die Felsnadel war doch an einem im Süden der Berge? Ja, die war aber irgendwo dazwischen. Da sind wir erst über den Orismani drüber und dann noch weiter nach. Ja, das heißt, wir können tatsächlich nach dem Sturm das noch abwarten. Und wer hat sie gestern rausgenommen? Es liegt auch irgendwo, ich glaube, es liegt da drüben. Was suchen wir? Das verbotene Land. Sterbende Land. Sterbende Land, Teil 2. Also, ungefähr hier war die Felsnadel. Mhm. Also ja. Doch östlich vom Orismani. Östlich vom Orismani, gut. Genau. Also sind wir nicht hier oben bei den Bergen war das Schlachtfeld. Ja. Und wir sind jetzt in der Stadt. Wir sind hier jetzt in der Stadt. Also. Und was hast du gesehen jetzt genau? Den Teil der Karte. Du hast ein Grab gesehen. Ein Grab gesehen und den Fluss. Und inzwischen kennst du ja die Karte von Antalya recht gut. Das dürfte da mal angewiesen sein und relativ mittig in seinem Lauf zwischen den Bergen und dem Binnenmeer. Beziehungsweise dem großen See. Also in der Mitte. So vage in der Region, ja. Südlich von der Wüste. Und könnt ihr mal eine aktuelle Karte davon aufschlagen und schauen, ob da irgendwas verzeichnet ist. Karten haben wir, richtig? Kartenwerk habt ihr tatsächlich dabei, haben. Zumindest ein bisschen. Mhm. Dann schaut mir doch mal da drauf. Dann schaut ihr doch mal auf eine aktuelle Karte der Region. Dann, Auch die. Also wir sind hier. Ja, ihr seid grob hier. Und mittig wäre Myriadopolis. Das hier klingt gut. Hier war die Felsnadel. Mhm. Oder hier Ur zum... Und zum Andreas. Die beiden Städte kämen also quasi in Frage. Myriadopolis ist tatsächlich, wenn ihr da zu Notizen da schaut, beziehungsweise Dinge, die ihr vielleicht auch über die Region wisst, Myriadopolis
Es ist eine ungewöhnliche Stadt, es ist eine Festung des Shinxi-Kultes und sie liegt mehr oder weniger auf der einen Seite des Flusses, der auch umgeleitet wurde, und auf der anderen Seite, in Sichtweite von Myriadopolis als Festung, liegt eine Stadt der Dreidal, also mehr oder weniger ihr östlichster Vorposten derzeit. Ach, die haben auf dieser Seite auch Städte. Mhm. Okay. Ja. Fast keine mehr, aber das ist tatsächlich derzeit eine der Städte, die von den Dreidal besetzt ist. Mhm. Das geht ständig hin und her hier, beziehungsweise es gibt Städte, die sagen, wir sind neutral und mit allen Handel halten, wie Viralis zum Beispiel. Mhm. Aber Myriadopolis ist ein Shinxi-Kult, ein unabhängiger, und die kämpfen gegen das Böse. Das sie sehen können, jeden Tag. Das klingt auf jeden Fall besser als die Nachbarstadt. Ja, ja. Also ich würde vorschlagen, dass wir nach Myriadopolis fliegen. Sobald der Sturm abgeflaut hat. Ja, vorher nicht. Erstmal überstehen wir den Sturm. Wollen wir uns den Kult nochmal ansehen oder nicht? Wir fliegen jetzt erstmal in die Richtung. Ich meine, wenn wir dann da sind, können wir dann vielleicht auch nochmal einen Abstecher machen. Aber ich würde erstmal. Oder? Was meint ihr? Ja. Welchen Kult? Klingt gut. Und die Felsnadel. Hm. Weil das waren wohl doch kein Marder-Kult. Gut. Also wir können dann noch mehr erfahren. Ich glaube, ja. Vielleicht. Ja, wenn es kein großer Umweg ist und ihr das für sinnvoll erachtet, warum nicht? Aber wir können ja erstmal dahin, wir müssen da sowieso, auf dem Weg kommen wir da vorbei. Also wo wir hinwollen. Mhm. Auf dem Weg zur Felsnadel würden wir da vorbeikommen. Also wir können... Sehr grob gesagt, ja. Ich glaube dir. Einmal fliegst du nach Süden, also Südwest, nach Südosten, und einmal fliegst du quer in den Osten und dann runter. Also du meinst, du willst zuerst zur Felsnadel fliegen? Ja, das war jetzt die Frage. Fliegen wir zuerst nach Myriadopolis, weil das ist ein anderer Kurs. Ich würde erstmal nach Myriadopolis fliegen, oder? Gut. Das ist der nächste logische Schritt. Passt. Gut. Also wir haben Möglichkeiten. Braucht eine Tür der Kajüte, die für euch das Besprechung zurückgezogen hat. Und bevor du auch das Ja aussprechen kannst, wird dir schon die Tür beiseite geschoben. Svenja steht auf der anderen Seite. Bescheid? Ausgezeichnet. Ich springe auf und gehe mit. Danke. Ich komme mit. In dem Kreis, mit 5 Sternen und Symbolen, die euch nicht sagen, den Svenja gezeichnet hat, steht Coruscanes, der etwas desorientiert wirkt und sich die getrockneten Blutspuren von seinen Augen und seinem Mund aus dem Gesicht wischt. Was habt ihr mir eingeflößt? Das ist widerlich. Ich schaue dann zu euch hoch. So. Ich schaue einfach nur zum... ich meine einfach nur... Ihr wolltet zuerst mit ihm sprechen? Ja. Wisst ihr, es muss spontan kommen. Gut. Coruscanes, ihr habt gemeint, ihr habt Erinnerungen zurückgehalten. Wer war euer Begleiter auf der Expedition, den wir dort tot in der Pyramide gefunden haben? Ja, steht auf und richtet seine vom Sturm zerschlissenen und grau gefärbten Roben und bleibt doch sitzen. Schwankt ein wenig, aber richtet dann auch seine Maske. Ich erinnere mich, dass ich mit einem Begleiter unterwegs war. Nicht nur einen, ich war mit einer Gruppe unterwegs, aber das war ein Verbündeter und Freund, Inezios. Und ich hatte absolut vergessen, dass er im Rahmen dieser Reise aus meinem Leben verschwunden ist. Inezios. Wie ist er denn? Kennt ihr das, wenn man darüber nachdenkt, dass man früher jemanden kannte, der nicht mehr im Leben ist, aber es fällt einem schwer, sich zu erinnern, wann man die Person das letzte Mal gesehen hat, weil es vielleicht beiläufig war? Und das, ich habe nie genauer nachgeforscht, aber er muss auf dieser Reise gestorben sein. Offensichtlich. Was bei den Göttern hat euch dazu bewogen, in einen Sandsturm zu laufen? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell kommt. Ich kenne mich mit Wetter nicht aus. Könnt ihr euch das hat euch denn bewogen, in den Sandsturm zu laufen, wenn ihr so viel schlauer seid, was das angeht? Wir sind auf jeden Fall nicht aus der Pyramide raus in den Sandsturm reingelaufen. Das haben wir erst gemacht, nachdem jemand anders rausgerannt war und wir den holen mussten. Zu meiner Schande muss ich vielleicht gestehen, dass meine Selbstkontrolle in dem Moment, als es eine Rückkopplung gab und sich Erinnerungen durchsetzten, die ich eigentlich magisch unterdrückt hatte, vielleicht gelitten hat. An was erinnert ihr euch denn? Ich erinnere mich, dass wir sehr krank wurden. In der Pyramide. Und Inezios
nicht mehr aufstehen konnte. Hm. Hattet ihr irgendwelche Schutzamulette? Schutzamulette und ich war zuvor... Wir hatten einen Brian-Tempel besucht und ich habe einen Segen auf mich legen lassen. Das hat vielleicht auch noch einen Unterschied gemacht. Ich erinnere mich auch, dass wir, als wir die Stadt betreten haben, zunächst die Ghule bekämpft haben, bis wir gemerkt haben, dass sie uns keine Gefahr, also dass sie keine Gefahr darstellen, sondern dass sie nur immer wieder dieselben Tätigkeiten ausführen. Und ich erinnere mich, dass ich eine Vision hatte, aber nicht mehr was. Konntet ihr euch an die Karte erinnern, dass es im Westen noch weitere Städte gab und diese ominöse Natürlich gibt es im Westen jenseits des Gulenwalds weitere Städte, man weiß nur nicht, wo genau wo sie liegen. Doch. Ich zeige ihm nur die Karte, die ich abgemalt habe. Gut, dann wissen wir jetzt, wo sie vor 3000 Jahren lagen. Immerhin. Könnt ihr euch an einen Baum erinnern, in dem Puppen hingen? Irgendwas. Nur verschwommene Bilder. Ein Baum, ja, und Skelette, die einen Baum bilden und Leichen, die an Bäumen hängen. Als widerliche... Kranke Bilder. Und eine Person, die irgendwie Warum aus bin ich Sternen eigentlich in diesem besteht? Kreis? Eine Person aus Sternen? Eine Person aus Himmel. Eine Person am Himmel. Er hat gesagt, der Kreis war eine gute Idee. Aha. Er ist weise. Und wer hat den so stümperisch gezeichnet? Jetzt das war dürft er. Ihr. Squenion beschäftigt sich mit irgendwas anderes. Mit Tiegelchen, die er da aufgestellt hat. Unser Fachmann für Kreise war halt gerade nicht ansprechbar. Ich hoffe, dass ich den gefahrlos hier verlassen kann und nicht, dass das irgendwelche ungewollten Wirkungen auslöst. Das sollte der Spanier sagen. Mit dem Fuß über die Kreidelinie und löscht sie aus und geht daraus hervor. Könnt ihr euch denn an mehr erinnern? Vielleicht auch an Dinge danach? Ein Grabmal? Unzählige Skelette übereinander getürmt, daran erinnere ich mich. Erinnert ihr euch daran, in einer Stadt gewesen zu sein, Myriadopolis? Ich war auf jeden Fall irgendwann mal in Myriadopolis. Ja. Ich habe Wissen über die Stadt, das man eigentlich nur haben sollte, wenn man da war. Sie sind uns nicht ganz sicher, ob das der nächste Ort ist, an den wir müssen. Aber wenn ihr dort wart, ist es ein Hinweis darauf. Das ist ein guter Hinweis, ja. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann da wart, in dem Bereich eurer Erinnerung, der gelöscht war. Ich kann mich nicht explizit erinnern, da zu sein, aber wie gesagt, ich habe Erinnerungen daran, die ich, glaube ich, nicht nur aus Schriften. Also ich weiß Dinge über diese Stadt. Versteht ihr? Mhm. Dann wären wir sehr erfreut zu hören, was ihr wisst. Voll mit Shinxier-Fanatikern. Ah, so. Auf einem sehr stark befestigt, auf einer Anhöhe am Fluss gelegen. Und es leben eigentlich nur Soldaten dort, ihre Familien und Leute, die für sie arbeiten. Und versorgt werden sie von den anderen Städten Antalias, die dafür ihre Jugendlichen dorthin schicken können für eine soldatische Ausbildung. Hm. Mhm. Nun. Dann sollten wir uns diese Stadt doch mal anschauen und vor allen Dingen die Stelle suchen, die in der Vision vorkam. Wenn er hineinkommt. Ist das nicht so einfach? Sie lassen einfach nicht. Sie sind misstrauisch gegenüber Leuten, die vielleicht eingeschleust werden. Ja, wir werden nicht eingeschleust, wir kommen ja ganz offen. Wenn ihr keinen Passierschein in irgendeiner Form für die Stadt habt, zumindest war das, denke ich, früher so. Ein Passierschein. Papiere, auf denen steht, dass ihr die Stadt betreten dürft. Ja, das ist jetzt ja nicht so schwierig. Wenn ihr das sagt. Nein, ich kann mittlerweile ein wenig schreiben. Also ein Papier, wo ich draufschreibe, dass ich die Stadt betreten darf, kann ich herstellen. Es wird sicherlich einer eurer Freunde euch darauf hinweisen, was der Denkfehler ist. Ich lege mich hin. Was ist denn der Denkfehler? Ja, marschiert raus. Aus seiner Kabine. Ja. Das ist seine. Er marschiert aus seiner Kabine raus. Die Tür schließt sich. 5 Sekunden später öffnet sich die Tür wieder. Nein, ihr geht!
Ja, ich gehe ihm nur zu gerne und nimmt sein Kästchen mit pflanzlichen Zutaten, Tegelchen und dergleichen und geht raus. Und verdreht dabei doch die Augen in der Richtung. Das war schon gut. Ja, ich lasse mir Zeit beim Rausgehen. Story ist eh schon zur Latrine. Beziehungsweise, ähnlich wie bei den meisten Schiffen, macht man über den Rand. Das ist vielleicht gerade nicht so gut. Im Seesturm. Sandsturm. Zumindest dann. Genau, was macht eigentlich der Sturm? Ist der es laut langsam ab, deiner Ansicht nach. Es ist nicht mehr ganz so sehr, als würde man in einer großen Trommel sitzen, auf die jemand eindrischt. Nach diesem Erlebnis haben wir uns einen Schluck aus der Amphore verdient. Also aus der einen von den dreien. Mhm. Tja, ich reiche dir auch etwas von dem Wincher-Gebräu. Gerne, gerne. Es ist süß und scharf zugleich. Und ihr könnt nicht bestimmen, aus was es gemacht wurde. Wir sollten nochmal dahin fliegen und behaupten, eine wäre leer gewesen. Gut so. Gut. Ich finde vor allem dein Farbwechsel mit dem Schiff groß. Darf ich dein Passierschein mal sehen? Ich hoffe, den kann die Kamera auch sehen, einfach weil er so schön ist. Es sei hiermit verkündet, dass an Jan, Snorri, Rachtoch, Neignimilf die Stadt Myriadopolis betreten dürfen, überall und jederzeit. Der große Magistrat. Überall. Was ist das denn für ein Stift, das geschrieben wurde? Das ist ein Regenbogenstift. Dürfen wir die Stadt, also egal wo, betreten, auch außerhalb der Stadt? Ja. Und von oben? Ja. Das geht ja. Ja, das ist sehr, das ist sehr durchdacht. Wir werden vielleicht abgeschossen, bevor wir den Papierschein. Ah, Entschuldigung, Passierschein. Jetzt! Ja. Jetzt steht Passierschein drüber. Passierschein. Gut. Kein Flugschein. Wen willst du über Bord werfen? Nazis. Dreidal? Es sollten sich Dreidal auf unser Schiff befinden, dann werden wir sie über Bord. Genau. Es sind gerade keine da. Ne, gut. Gut, aber Mist. Wir trinken gemütlich. Und trinken auch ein bisschen mehr. Ja. Ja. Der Sturm lässt nach und langsam kehrt Dinner ein. Irgendwann traut sich Boschlisch eine von den Luken aufzuschieben, worauf... Ich hol schon mal eine Schaufel. Ja, Sand reinrieselt und fängt an, im wahrsten Sinne des Wortes, klar Schiff zu machen. Dinge, die abgerissen wurden, versuchen wiederzufinden. Dinge, die halb abgerissen wurden, wieder festzumachen. Überall Sand abzuschaben und zu schieben. Das dürfte jetzt einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich helfe ich und schau nur, wieso, schaufeln vielleicht. Wieso kann man mit einem Besen fegen, aber mit einem Feger nicht besen? Kann ich die Kohle haben? Und Dreier über die Reling. Warum kann man über die Reling reiern, aber nicht über die Reier reelen? Das verstehe ich nicht. Ich gehe unter Deck und schlafe. Wenn wir irgendwo einen Reiher sehen, stelle ich mich mal auf und rufe: Rehl, Rehl! Guck, was passiert. Ein Albatros. Ihr seht keinen Reiher. Möchtest du mal eine Minute etwas erzählen, wenn Anselm die Batterien von dem Mikrofon wechselt? Anselm wechselt doch mal die Batterien von dem Mikrofon. Ich fasse dann einfach mal zusammen. Ihr mit gemeinsamer Anstrengung, Anleitung von Boschlisch und Karana, schafft ihr es, das Schiff aus der Düne zu befreien, mehr oder weniger, zu der sich das Land ringsum aufgehäuft hat. Und damit verbringt ihr ein bisschen Zeit. Das kannst du ja machen. Und den Rest könnt ihr euch zumindest noch ein wenig ausruhen, obwohl ich davon ausgehe, dass ihr vorhabt, möglichst bald wieder aufzubrechen, richtig? Ja. Als der Morgen dämmert. Gut gemacht, Anselm. Es wäre einfach nicht das Gleiche. Nicht schlecht. Der Hobbit hat den Unterschied ausgemacht. Als der Morgen dämmert, Neignimilf wieder halbwegs nüchtern ist, Korusthenes sogar erste Lebenszeichen wieder von sich gibt, könnt ihr sehen, wenn das Schiff startbereit gemacht wird, dass die Stadt fast gänzlich vom Sandsturm überrollt und quasi ausgelöscht wurde. Dass die Dünenlandschaft der Darak sich wieder Meilen nach Süden bewegt hat und die Wüste einfach dieses Stück Land geschluckt hat. Die Spitze der Schwarzen Pyramide schaut raus und markiert damit noch, wo das Herz dieser Stadt ist. Aber die meisten Gebäude sind verschwunden. Und ihr findet teilweise auch
könnt sehen, dass riesige Steinbrocken und Mauerteile tatsächlich meterweit, wenn nicht dutzende Meter weit, geschleudert und geschleift wurden im Sturm und ganz woanders zu liegen gekommen sind. Gut, dass wir nicht in der Pyramide den Sturm abgewartet haben. Gut, dass wir nicht vorher geschlafen haben, sondern wir direkt losgegangen sind. Das ist irgendwie fast ein Wunder, dass wir da noch heil rausgekommen sind. Ich bin gerade auch höchst erstaunt. Ja. Und durch den Sturm sind wir durch. Danken wir den Göttern. Dankt euren Göttern, wer auch immer die sind. Das stimmt. Nun gut. Einigermaßen gefasst. Einem von den Göttern ist die Stadt geweiht, wo wir jetzt hin wollen. Wie ist denn der Zustand? Der Gott der Myriaden, der Gott der Armeen und Soldaten, des Chorgeistes und des gemeinsamen Kampfes. Und der Athleten. Wie ist denn der Zustand des Schiffes? Tatsächlich glaubt ihr, dass die Reparaturen, die die Vincine dann durchgeführt haben, vielleicht dazu beigetragen haben, dass es den Sturm relativ unbeschadet überstanden hat. Die haben, prima. Sehr haben gut. An der Takelage ausgeholfen und die Seile, die von ihnen ersetzt wurden, von denen ist kein einziges gerissen. Die anderen schon. Die anderen schon ein paar. Aber ihr habt noch genügend Ersatzmaterial dabei. Gut. Und irgendjemand hat eine von diesen Amphoren halb geleert. Das ist... Ich weiß nicht. Man muss das Leben feiern, vor allem solange man noch lebt. Ich flöße dir auch was ein, wenn du tot bist. Außerdem bist du dann, naja, nicht bei Swarthen, aber ich hoffe, du bist bei deinem Gott und trinkst an seiner Tafel. Ich hoffe, dass es noch eine Zeit lang nicht so weit kommt. Das Schiff hebt ab und wer von euch ist an Deck? Ich würde an Deck sein, ich wüsste nicht, sowieso. Ja, ich finde es an Deck besser als unter Deck. Ihr glaubt am Horizont etwas, eine Bewegung auszumachen, eine Wolke, die sich nicht so bewegt, wie sie sich bewegen sollte. Gib mir das. Das ist ein Luftschiff. Das ist faszinierend. Ja. Und zwar nicht so bunt wie die Vincina, sondern in dem Weiß, das das Haus Taramnos bevorzugt. Das ist ein Luftschiff, es ist weiß. Es ist offensichtlich nicht in diesem Sturm gewesen, sonst wäre es jetzt braun. Gut. Wir sollten hier verschwinden. Auf alle Fälle. Oder wir entern es, dann haben wir zwei Luftschiffe. So. Ich nehme mal an, es ist ein bekanntes großes oder eine kleine. Die sind ja abgebrannt, aber es sieht so aus, als hätte jemand dieselbe oder ähnliche Technologie verwendet, um ein neues zu bauen. Es kommt euch vertraut vor, aber es kann eigentlich nicht dasselbe sein. Stimmt. Wir sind schneller, wir verschwinden. Ja, wir sollten verschwinden. Das ist wohl wahr. Sind wir das? Aber wenn die am Horizont sind und kommen, welche Richtung sind die denn? Die sind im Osten. Aber das ist so ungefähr da, wo wir hinwollen, ne? Richtig. Also wenn ihr nach Myriadopolis wollt, müsst ihr nach Südosten. Ach, das ist ja eine ganz andere Richtung. Also was halt mit Osten? Sind wir noch am Boden? Ihr steigt gerade auf. Oh, dann sehen sie uns wohl. Aber ihr seid deutlich kleiner. Das ist China-Technologie. Wir sollten vielleicht im Tiefflug durch die Täler... Können wir nach Süden fliegen? In die Täler, durch die Täler der Stadt. Wir sollten einen Bogen fliegen. Ein Bogen ist eine gute Idee. Ein bisschen an dem Gulenwald entlang und danach wäre Osten erst. Das ist eine gute Idee, das ist Rheinland-Gebiet. Nee, dann entlang, nicht dahin. Also erst nach Süden. Nicht drüber. Erst. Nein, aber wir haben doch gerade besprochen, dass östlich von Myriadopolis im Zentrum der... Westlich von Myriadopolis ist ein Vorposten der Dreier. Genau. Ja. Das heißt, wenn wir diesen Bogen fliegen, fliegen wir genau über den Vorposten drüber. Das ist sehr groß, ja. Ihr könnt erstmal einen Bogen fliegen und dann einen anderen Bogen. Ich leih mir nochmal das Fernglas und versuche zu schauen, ob das größer wird, auf uns zukommt oder vielleicht sich auch versetzt. Du würdest sagen, das kommt direkt auf euch zu, ja. Als hätte es zielsicher diesen Ort. Gut. Na gut. Den Ort, Süden, aber nicht unbedingt klappt. Uns. Bis gerade eben hätte man euch gar nicht sehen können. Also wir müssen da, glaube ich, du hast da schon recht, wir müssen die richtige Perspektive drauf kriegen. Wenn sie uns kriegen, hält uns das ein wenig auf, aber dafür haben wir hinterher zwei Luftschiffe. Und wenn sie uns nicht kriegen, sind wir halt schneller da und haben nur ein Luftschiff. Aber wir brauchen nur ein Luftschiff. Eben, deswegen wäre es besser, wenn sie uns nicht kriegen. Ja. Mhm. Ich bin sprachlos gegenüber dieser Logik. Ne? Ja, das kann man einfach jetzt nur so stehen lassen und auch steigen. Ich finde, das ist bewundernswertes Selbstvertrauen. Mhm. Das hat schon mal funktioniert. Eben, wir sind... Ich erinnere mich nicht genau dran. Ja, wir gehen rein und hauen. Gut. Ja. Erinnere mich dumpf an ein episches Finale. Ja. Das muss ich mir, glaube ich, einfach mal nochmal anschauen. Das haben wir auf der RPC gespielt. Ja. Aber da war ein bisschen laut im Hintergrund, ne?
Teilweise, ja. Das hat die Explosionen umso epischer gemacht. Das war der Kampfeslärm im Hintergrund. Genau. So wie. Ja. Nun gut, dann steigen wir auf. Ich behalte das Luftschiff im Auge. Jetzt einfach mal und ja, wir setzen Kurs stark nach Süden. Deutlich nach Süden erstmal. Gut. Und so viel Segel, dass wir ganz schnell sind. Also möglichst wenig. Das Schiff fliegt. Das ist unintuitiv. Die Segel sind dazu da, dass wenn man sie aufhaltet, schützen sie das Schiff vor dem Einfluss von Wind. Das heißt, wenn sie ganz aufgefaltet sind, bewegt es sich gar nicht mehr. Ihr müsst einen Wind finden, der in die richtige Richtung weht, zu ihm aufsteigen und die Segel einklappen möglichst. Das ist genau das, was wir tun. Ja. Weißt du, was man hier braucht? Außerdem haben wir hier Experten an Bord, die das viel besser wissen. Die das können. Ruder. Ja. So schnell wie möglich hier weg. Luftruder. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn man ein Ruder nimmt und auf dem Weg nach vorne so platt macht und dann auf dem Weg nach hinten so, dann... Ja, ja. Na? Kann man in der Luft rudern, wird das schneller. Du solltest mal mit nach Torwar kommen. Dann fahren wir da zur See. Du und ich. Ja, das können wir tun. Wo ist Torwar? Im Osten von hier. Da wollen wir auch hin. Ja. Siehst du, wir fliegen nach Torwar. Hervorragend. Das wohl. Lass mir diesen ganzen Unsinn hinter uns. Ja. Gut. Peng. Ende der Kampagne. Gehen wir davon aus, ihr fliegt nach Myriadopolis. Tatsächlich, du beobachtest das Schiff. Du siehst, dass es seinen Kurs nicht ändert. Also es halt zu einem Zeitpunkt, starke. Wo es euch vermutlich sehen dürfte. Gut. Sie haben einen Fehler gemacht. Jetzt sind wir die Jäger. Nein? Na gut. gut, das heißt, wir können davon ausgehen, also das ist ein, auch wenn es ein Xinxia-Kult ist, das heißt, das ist trotzdem ein imperiumstreue Siedlung. Das heißt, es wird vermutlich wunderschöne Zeichnungen von uns geben und wir können nicht einfach reinmarschieren. Also es ist kein Teil des Imperiums. Ist es nicht, okay. Es ist ein eigenständiger Xinxia-Kult, der aber natürlich eher imperiumsfreundlich eingestellt ist, weil Xinxia immerhin tatsächlich einer der Götter des Imperiums ist. Und auch wenn die da keinen reinlassen, steht ja zu hoffen, dass sie auch keinen der Truppen da reinlassen. Gut, ich versuche gerade herauszufinden, aber wir haben einen Passierschein. Was wir als Plan, nehmen wir den Passierschein als Plan P? P? War das B oder P? P. Plan P wie Plan. Wie Plan. Und können dann noch überlegen, ob wir nicht als, also die Vincina werden mit diesen Außenposten handeln, ob wir nicht hier eine Erlaubnis haben, als Händler die Stadt zu betreten, oder ob wir nicht noch andere gute Gründe finden, wieso wir da hinkommen. Vielleicht müssen wir ja gar nicht in die Stadt. Lass uns erstmal da hinfliegen. Ja, ich möchte nur einfach mir gewisse Dinge vorüberlegt haben. Woher haben wir diesen Schein? Woher haben wir diesen Schein? Den Passierschein. Den habe ich gemalt. Ich vertraue dir. Und er wird einfach immer schöner. Er bekommt gerade ein Siegel gemalt. Ja. Mit Siegelwachs natürlich. Ach so. Bist du irgendwie befähigt, so Passierscheine zu fälschen? Er herrscht über eine Stadt. Ich bin... Naja, also ich muss die normalerweise nicht fälschen. Er schreibt sie. Sieht gut aus. Ich mach die Nummer nicht mal, aber nicht für diese Stadt. Wenn du Herrscher über eine Stadt bist, dann kannst du doch vielleicht irgendwie in dieser Eigenschaft da in dieser Stadt... Diplomatische Mission? Ja. Ja, das ist eine Idee. Ja, ja. Nein, also ich möchte einfach nur... Können wir auch da hingehen und behaupten, dass wir diesen Gott verehren wollen? Xinxia? Ich denke nicht. Womit handelt denn deine Stadt? Mit allen möglichen Dingen. Aber ich glaube jetzt nicht, das Problem ist, dass ich nichts davon dabei habe. Wie weit ist sie denn weg? Naja, ziemlich im Norden des Imperiums. Also eine ganze Ecke. Gibt es da irgendwas, was für die Soldaten interessant sein könnte? Nordwesten. Haben wir irgendwas von Wert an Bord? Nicht mehr, wir haben mit dem Vincino gehandelt. Wir haben Wein an Bord. Wir haben Wein, eben. Haben wir irgendwas von Wert an Bord?
Außer wenn er den nicht schon komplett ausgetrunken hat. Nein, nein, nein. Man muss das Leben feiern, vor allem wenn man so knapp damit davonkommt. Haben wir irgendwas an Bord, womit man handeln kann? Wir haben auf alle Fälle noch Ersatzmaterial von dem leichten Vincina-Holz. Wir haben noch Flugseide eigentlich. Material, das dafür gedacht ist, euer Schiff zu reparieren, wenn ihm was passiert. Genau. Das brauchen wir auch. Hm. Wenn wir uns ins Gefecht stürzen gegen das da, ja. Von was ist dieser Gott nochmal? Krieg? Soldaten? Q. Honnissen? Shinxia Honnissen. Was weiß ich. Vielleicht können wir einfach hinfliegen. Ja, ja, und dann grüßen wir sie und sie grüßen uns und wir trinken zusammen. Gut, vielleicht. Das hat schon ein paar Mal funktioniert. Gut. Ich nehme an, dass ihr dann, sobald ihr euch sicher sein könnt, dass kein Luftschiff mehr hinter euch her ist, irgendwann nach Osten über den Orismani und dann nicht von der Dreider-Seite aus nach Myriadopolis reist. Richtig. Genau, ja, besser ist das. Gut. Die Stadt, die ihr euch dann nähert, wollt ihr direkt zur Stadt fliegen, oder? Erstmal gucken. Wie schaut die Umgebung dort aus? Ich möchte erstmal sehen, ob ich da irgendwas erkenne, was vielleicht dem Grabmal da ähnelt, was ich gesehen habe. Wir könnten auch versuchen, sie zu beeindrucken. Veranstalten bei dieser Raider als Stadt irgendein Farbfeuerwerk mit irgendwelchen Pflanzen. Du möchtest über die Dreidarstellung fliegen, sie mit Pflanzen bewerfen und dann zurück, um zu zeigen, dass wir... Sie würden uns sicherlich als große Krieger empfangen, wenn wir dabei nicht sterben. Ich finde das gar nicht so blöd. Was soll ich dazu sagen? Ein Opfer muss wehtun. Ich bin nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Denn wenn wir darüber fliegen und erstmal sehen die uns dann ja. Die Dreidaler. Ja. Und dann könnt ihr uns abschießen. Sie können es versuchen. Ja, aber unser Schiff ist jetzt nicht so klein, dass sie es nicht treffen würden mit irgendwelchen Brandpfeilen. Wahrscheinlich ist das auch wieder ungesund, da überhaupt nur drüber zu fliegen. Naja gut, wir haben den Hammer und die. Wenn da welche von denen... Ja, stimmt, aber ich meine, das war ja wohl eine leere Pyramide und das ist eher... Ist es eine Stadt? Ist es wie schaut es denn dort aus? Stadt. Die Dreidalstadt auch. Die ist auf der einen Seite des Orismani und auf der anderen Seite ist Myriadopolis. Die Sichtweite voneinander. Also, haben wir denn Pflanzen, mit denen wir sowas Lustiges machen können? Ja. Ja. Also Isquenion hat die. Aber dass die Pflanzen darauf, also... Der macht Chimären und hat Pflanzen, die durchaus Bumm machen. Oder alles wild wuchern. Wir sollten erstmal schauen, was uns da erwartet. Ich bin nicht so sicher, dass das eine gute Idee ist. Ja, vielleicht einen Außenposten angreifen. Ja, vielleicht, aber die Stadt selber drüber fliegen und einfach was draufwerfen, halte ich für... Ja. Es kann auch strategisch sehr unklug sein, wer weiß, was das auslöst. War nur ein Gedanke. Ich dachte mir, wir beeindrucken sie. Sie sind ja nicht weit weg, sie sehen das. Das würden sie auf alle Fälle sehen. Ich bin da ganz ehrlich neutral. Ich finde diese Idee... Das ist natürlich gefährlich, aber... Fürs und wieder. Sterben tun wir irgendwann alle. Das stimmt. Die Frau mit den Visionen. Hat mehrfach gesagt, wie wär's, wenn wir uns das jetzt machen. Ich möchte erstmal die Stadt anschauen. Ja, wir können ja in einiger Entfernung sie uns anschauen mit seinem... Also ich würde auch sagen, dass wir tatsächlich, wie geplant, erstmal von Nordosten aus der Stadt nähern. Also Myriadopolis. Warum nicht? Die Kunde sind gerade sehr aufmerksamkeitsbedürftig. Der kratzt sich halt. Sieht bei dem immer ein bisschen komisch aus. Gut, dann
Cool. Wie sieht's dort aus? Ja, genau. Aus einer gewissen Entfernung mit dem Feldstecher und dergleichen bewaffnet und niedrig über der Landschaft schwebend. Kannst du sagen, dass Myriadopolis auf einer Erhöhung am Fluss liegt und dass es ziemlich kastenförmig angelegt ist und in alle Richtungen schwer befestigt, aber vor allen Dingen nach Westen. Ist das der einzige Hügel weit und breit? Ja. Okay. Und die Flussschleife, die unter diesem Hügel entlang zieht, die trennt die Stadt vom westlichen Ufer, das in einen Sumpf übergeht und in ein ungesund aussehendes, ja, Moorland, schwer zu sagen, immer wieder einzelne kleine Wasserflächen, aber darüber liegt ein dräuender Nebel und tatsächlich eine fast gelbliche Wolke, die einen guten Teil einer Stadt, die für euch fast da nicht mehr zu sehen ist, auf der anderen Seite verdeckt. Nur eine einzelne schwarze Spitze ragt oben aus diesem Wolken-Nebelgemisch heraus. Okay. Und außerhalb der Stadt gibt es nur ein einziges größeres erkennbares Gebäude, das du auf die Entfernung ausmachen kannst, das wie eine große Halle liegt, die mit einigen hundert Schritt Abstand zu der Stadtmauer errichtet wurde. Ah, von Myriadopolis jetzt? Ja. Okay. Aber sowas wie ein, naja, Landefeld für Flugschiffe gibt es nicht. Es gibt eine Straße, die hinführt und ein Eingangstor. Im Osten. Sprich, und dort auf der Seite ist auch die Halle. An der Am besten landen wir einfach vor der Halle. In einem guten Abstand von der Stadt nach Osten hin. Ja. Ich glaube, die landen wir raus. Ich mache mal eben dem Hund die Tür offen. Ja. Dann machst du? Ja, danke. Trott, 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 trott. Hi. Ciao. Offen ist. Alles gut. Dana, ja, ab. Ist ja gut. Ich werde Kopf geboxt. Dann auf einem aufmerksamheitsheischenden Hut. Aufmerksamkeitsheischenden Hut. Gut. Raus und herein. Ihr seid Katze. Keine Katzen. Lass einfach die Tür mal auf, das schadet die Luft auch nicht. Dann. Also ob diese andere Stadt auch auf einer Erhöhung liegt, kann man gar nicht sagen. Unten im Sumpf. Du siehst nur Sumpflandschaft, niedrige und Wolken und Nebel. Und heute der Livestream mit Special Effects. Ja, sehr gut. Gut, wir können den wieder dran, das kannst du auch zumachen. Nee, so geht's. So geht's. Gut. Na gut. Wir haben ja nichts. Wir sollten also vielleicht erstmal da bei dieser Halle landen. Klingt nach einem Plan. Und dann schauen, wer da eigentlich ist. Ist mein Vorschlag vom Tisch? Er ist momentan... nein, er ist immer noch eine Möglichkeit, aber davor werden wir jetzt mal Kontakt zu denen aufnehmen in der Halle. Er ist Plan F, F wie Feuerwerk, und er wird dann ausgeführt, wenn die in der Halle sagen, nee, ihr dürft nicht rein, ihr seid unwürdig. Kommt F vor oder nach P? F vor P. Gut, dann bin ich dafür. Aber wir machen es sowieso situationsabhängig. Dann machen wir jetzt Plan A. Also wenn die direkt nach dem Passierschein fragen, haben wir natürlich einen. A. Ja. Du machst es schon. Gut. Dann ist dein Plan. Wir fliegen zu der Halle und gehen dort langsam tiefer. Und als er tiefer geht, kommen auch mehrere Leute aus der Halle. 6 Stück, allesamt bewaffnet und in der Rüstung von Myrmidonen des Imperiums mit Abzeichen des Hauses Taramnos, die verwirrt gegen Himmel schauen und deuten untereinander. Toller Plan. Myrmidonen. Eure Freundin früher war doch Myrmidonin. Ja. Sie ist jetzt bei ihren Göttern und speist an ihren Tafeln. Wohlsein. Gesundheit. Ja, bleiben wir schweben. Und grüßen die mal in Rufweite. Grüß euch den Göttern. 2 von ihnen haben Belas hervorgeholt und aus der Halle und legen damit an. Ach ja. Unter welcher Fahne fliegt ihr? Was ist das für ein Schiff? Wir sind ein kleiner imperialer Aufklärer. Und deutet auf die Dinge. Unter wessen Kommando? Wie heißt der? Unter wessen Kommando? General Dracarus. Eine von den Belas wird halb gesenkt, die schon miteinander
Wir haben keinerlei Ankündigung, dass jemand von Takaros Flotte herkommt und euer Schiff sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus. Das liegt daran, dass wir in einen Sandsturm gekommen sind, unsere Mannschaft verletzt wurde und wir außerdem mit Vincina verhandeln mussten, dass wir auch nur irgendwie dieses Schiff wieder flugfähig bekommen haben. Wahrscheinlich riechen sie das in 5 Minuten im Flugzeug, ob das Haus kracht und wollen sagen, dass wir gehen sollen. Das wäre ein interessantes Ende für einen Livestream. Ich glaube, sie wollten Aufmerksamkeit. Ich glaube auch. Gut. Diese Menschen sitzen immer nur um diesen Tisch herum und reden. Ja. Langweilig. Ja, ich finde die Erklärung gut. Und wer ist der kommandierende Offizier auf eurem Schiff? Ah, das ist die Kapitänin. Karanos, ne? Karanos. Ja, nicht, aber... Ich weiß nicht, wie sie weiter heißt. Ob sie überhaupt weiter heißt. Die meisten Leute haben keine Nachnamen im Imperium. Die nennen sich nach der Stadt aus, der sie kommen, oder dem Haus, dem sie dienen. Karanos Augen. Also als Kapitän ist das irgendwie in die Richtung. Ich bin der erste Offizier Nike Niemelf. Verbindungsoffizier. Gut. Ornithologische Eure Bekleidungsdisziplin lässt zu wünschen übrig. Kommt herab, zeigt eure Papiere vor und meldet euch vernünftig. Ah, Plan P. Genau. Ich dachte, er ist Plan F. Gut. Das wird nicht funktionieren. Gut. Immerhin sind die Belas aus angelegt, gesenkt worden, einfach nur in Bereitschaftshaltung. Zwei von denen sind also jetzt mit Belas bewaffnet und vier von ihnen mit den standardmäßigen Klingenlanzen. Ich schaue euch nur ganz kurz an und deute nur Sehen wir aus wie imperiale Truppen? Nicht wirklich. Nicht so echt. Wir sind eher imperiale Spione. Okay, ich... Ein Geheimauftrag. Ich deute unserer Kapitänin, dass wir wieder steigen sollen. So. Ihr werft Ballast ab und steigt auf. Genau. Eine Bela wird gehoben, es gibt ein... Und dann das Krachen, als ein Stück Holz aus der Reling splintert. Aber viel mehr können sie euch nicht tun vom Boden aus, als ihr wieder hochsteigt. Ja. Ich glaube, wir sind hier nicht willkommen. Das sieht so aus, ja. Wir können natürlich mal zu der anderen Stadt fliegen, aber ich glaube, da sind wir auch nicht willkommen. Ja, Moment, wir waren bisher ja nur bei dem... Der anderen Fluss sein. Wir waren bisher ja nur bei dem Lagerhaus. Wir waren ja noch nicht in der Stadt. Ich finde, ja, es ist eine vorgelagerte Myrmidonen Kompanie, die bereits, ja... Informationen hat, weil sie kennen Takaro schon als General. Also das wird nicht ganz einfach. Mhm. Gut. Neuer Plan. Es hieß, die Stadt sei nicht offiziell Teil des Imperiums, sondern sei wieder von einem eigenen Shinsei-Kult verwaltet, aber die Leute, die jetzt bei dieser Halle standen, waren ganz eindeutig Myrmidonen des Imperiums. Also müssen wir jetzt erstmal einfach wieder wegfliegen. Wir sollten versuchen, jemanden zu finden, der nicht zum Imperium gehört. Gut. Genau, wir fliegen jetzt erstmal einfach wieder weg. Wir landen woanders, wir schleichen uns zu der Stadt und gehen dann heimlich da rein. Okay. In welche Richtung fliegt ihr weg? Nicht Richtung Süden. Reinhardstadt. Süden. Süden ist auch die Richtung, in die einzige Straße wegführt. Nordosten. Achso, gut, okay. Süden. Süden ist gut. Die Richtung, in die einzige Straße wegführt. Nordosten. Und dann umrunden wir und lernen uns von Süden. Also Süden. Süden, ja. Süden. Also nicht über die Stadt drüber, sondern um die Stadt herum, ne? Genau. Dass sie nicht mit den städtischen Bela-Kanonen auf uns ballern. Die Straße besteht aus Schotter und festgetretenem Boden, ist aber in guter Qualität, wird offensichtlich regelmäßig gepflegt und nach 1,5 Stunden oder so seht ihr auch eine kleine Karawane, die sich auf ihr nach Norden bewegt. Zwei große Karren, die von Brassachbüffeln gezogen werden, also von riesigen Rindern und wo auch mehrere Reiter noch sie begleiten, die auf Monokornen unterwegs sind. Und auch hochschauen, als ihr über sie hinwegsegelt.
tragen keine Flaggen oder irgendwelche Abzeichen, sondern sind ein gemischter Haufen an Leuten. Hm. Und runter. Die können doch bestimmt noch ein paar Leute brauchen, oder? Genau. Genau. Ja. Ach so, für die Zukunft, weil wir irgendwo ein paar imperiale Uniformen finden, wäre das bestimmt nicht so schlecht für uns. Das ist wohl wahr. Das stimmt. Gut. Ja, da gibt es ja welche. Grüßen wir die Karawane. Aber. Ja. So, ich deute der Karawane, dass wir wieder sinken. Ja. Ihr landet. Sind wir aber außer Sicht weiter, hoffe ich. Der Stadt? Der Stadt, ja. Gut. Ja, dann mal runter vom Schiff. Ein Reiter von der kleinen Karawane kommt auch in eure Richtung, als wir gesehen haben, dass ihr landet. Jemand in einer einfachen, beschlagenen Lederrüstung, der eine Lanze relativ locker seitlich in seinen Steigbügel gestemmt hat und auch winkt mit den Zügeln ebenfalls locker in der Hand und ein Stück Entfernung anhält. Ja, mal runter. Wir winken auch mal. Wie heißt dieser Plan? Plan K? Ja. Klar, K wie Karawane. So schnell geht das. Kommt K vor F? Nein, nach F. Nein, vor F. Ah. Hat er nicht gesagt, ob der im Alphabet ist? Ja, ähnlich. Ja, passt schon. Gut. Okay, ich hab's kapiert. Die Götter mit euch und Zugriff. Die Oktane mit euch. Ihr macht uns keinen Ärger, wir machen euch keinen Ärger. Das klingt gut. Wir haben. Vielleicht können wir möchten kurz mit euch ein Geschäft vorschlagen. Mhm. Ein Geschäft? Ja. Er schaut sich kurz um zur Karawane, schaut zu euch, rückt sich den Sattel zurecht. Und dann treibt er sein Tier ein und kommt ein bisschen näher. Ich denke, wir können landen. Ja. Wir waren gelandet. Ach so. Ja. Gut. Ihr seid auf dem Weg nach Miradopolis mit Proviant und Personal? Ich bin nur Begleiter des Zugs, aber ja, wir sind auf dem Weg nach Myriadopolis mit Material. Mhm. Und ihr? Wir sind auf dem Weg nach Myriadopolis, auf der Suche nach einer Möglichkeit, legal in die Stadt zu kommen. Ebenfalls mit Material, Waren und wichtigen Aufgaben, die Sicherheit der Stadt betreffen. Aha. Und ornithologischen Forschungen. Was? Ornithologen. Ist das verboten? Nein. Ornithologen sind erlaubt. Die interessieren sich für Vögel. In Ordnung. Also. Das ist nicht verboten. Ich bin abgelenkt. Ihr wollt quasi die Papiere von uns in irgendeiner Form, oder was? Nein, wir wollen das im Gegenzug zu einer kleinen Bezahlung und etwas Material außergewöhnlicher Qualität, möchten wir, dass 4 Personen mit der Karawane mitreisen können, um in die Stadt zu gelangen. Und danach seht ihr uns nie. Was für eine Art von Bezahlung? Nun, wir sind... Er steigt ab und kommt näher. Zum einen haben wir eine Amphore dieses ausgezeichneten und in diesem... Ist das Vincina-Wasser? Ja. Das ist der Plan der Amphore. Ist Vincina-Wasser wertvoll? Scheinbar kennen Sie es. Also, ich reiche ihm einen Trinkschlauch, der etwas von dem Vincina-Wasser enthält. Ha! Ja. Und wir kommen nicht auf herkömmlichen Wege in die Stadt, möchten aber ein vernünftiges Geschäft machen. Wie heißt ihr? Der Name ist Naik Nimelf. Aprixis. Ich gehöre nur zum Begleitschuss, aber ich stelle euch Roxenes vor, dem gehört die Karawane. Gut. Ja, ich lasse ihm den Schlauch. Er nimmt den Trinkschlauch und hängt ihn in den Gürtel.
Ja, dann nehmen wir die Amphora am besten direkt mit, ne? Damit er weiß, worum es geht. Na dann. Ich bin zwar jetzt nicht so richtig glücklich darüber, ich muss das mal betonen. Das war ja, nicht also abgesprochen. Ich meine, hätte eine Amphora gesagt und nicht zwei Amphoren. Ja, ja, okay. Also zweieinhalb Amphoren. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Nee, mehr ist nicht. Noch habt ihr zweieinhalb. Nein, nein, wir haben nur noch zweieinhalb. Ja, ja, ich weiß. Wir hatten nur mal dreieinhalb. Das ist vollkommen richtig. Er steigt wieder auf sein Reittier und gut, folgen wir ihm. Ja. Legt los in Richtung der Karawane. Die ist nicht allzu schnell unterwegs. Prassas sind zwar stark, aber nicht so schnell. Karawane Bescheid, dass es sein kann, dass wir direkt mit der Karawane mitgehen. Und was machen wir? Und, yeah. Muss ich jetzt irgendwie Kämpfen spielen und schauen, ob ich ein Offizierspatent auftreiben kann? Nein, das war Plan A. Wie... Am Vorher? Abgelaufen. Wie Offizier. wir sind jetzt bei Plan K, der kommt vor Plan F. Jedenfalls schmeißt uns einfach gerade mal ein bisschen Tücher, Klamotten, irgendwas herunter, mit dem wir nicht so auffällig aussehen. In Ordnung. So, und dann nehme ich das. Ein bisschen was von überschüssigen Sturmmänteln und dergleichen, die teilweise noch an Bord sind. Hi. Das ist nicht das Problem. Verteile das und geh hinterher. Ist ja ausgezeichnet. Haben die noch Wasser? Ja. In China Wasser. Irgendwas wollen sie noch, oder? Aufmerksamkeit. Aber die Fressnipfe sind auffällig leer. Tatsächlich Aufmerksamkeit. Ihr habt garantiert vergessen, uns was zu anzulegen. Nein, raus kommt ihr erst später. Das ist normal für die. Es ist Flashtime. Gut. Die... Wie gesagt, die Karawane bewegt sich nicht irrsinnig schnell, aber es sind schwer beladene Tiere, die dann auch noch obendrein schwer beladene Karren hinter sich herziehen. Zwei, fast drei Schritt hohe große rote Büffel. Und auf dem vordersten, hinter dessen Nacken, sitzt jemand, den euer reitender Begleiter mit Roxenes begrüßt in seiner Nähe und offensichtlich schon mal schnell ihn darauf vorbereitet, was da auf ihn zukommt. Der winkt euch auch näher heran. Naja. Hm. Roxenes ist ein hagerer Mann, so um die 30, der mit kurzen Haaren und pragmatischem Kleid da oben auf seinem Büffel sitzt und ein Buch auf den Knien balanciert und zu euch runterschaut. Ihr wollt handeln! Ja, so ist es. Büffel schwankt weiter, ihr müsst in Bewegung euch. Also, wir wollen sogar besonders handeln. Mhm. Wir wollen eine Sonderhandlung oder Sonderbehandlung. Ja, wir haben viel anzubieten und fragen nicht nach viel im Gegenzug. Was wollt ihr denn? Wir wollen mitten in die Stadt. Und was bietet ihr? Diese Amphore. Ist die voll? Ja. Ist da drin, was ich denn geht, was da drin ist? Also, sagen wir es mal auf dem Vincina-Wasser, damit ihr euch nicht rausreden könnt. Da ist Vincina-Wasser drin. Stehe. Und die ist voll, ja. Ich hab mir schon gedacht, dass er sich denkt, dass das drin ist, was wir jetzt gedacht haben. Das hätte ich jetzt auch vermutet, ja. Was habt ihr vor in der Stadt? Wir müssen handeln und wir müssen Informationen... In der Stadt könnt ihr nicht handeln. Das könnt ihr vergessen. Ein paar Nachforschungen. Und wir müssen herausfinden, wie die Situation dort ist. Der Stadt. Also folgendes, wenn ihr da irgendetwas macht, was die wütend macht, dann bleibt das an mir hängen, wenn sie rauskriegen, dass ihr mit mir in die Stadt gekommen seid. Und das kann ich nicht riskieren, weil meine Arbeit davon abhängt, dass ich öfters diese Strecke nehme. Es ist eigentlich sehr daran gelegen, dass sie nicht wütend werden. Eigentlich also müssen wir nur einen Ort machen. Finden in der Stadt. Ja, wir müssen ein paar Fragen stellen. Schwört auf eure Mütter, dass ihr nicht vorhabt, dafür Unordnung und Ärger zu sorgen. Das schwöre ich. Das schwöre ich auch. Ihr habt meine Schuhe. Meiner Mutter hätte ein bisschen Unordnung bestimmt gefallen. Aber ich schwöre bei meiner Mutter, dass ich ihren Willen diesmal nicht befolge. Mehr werden sie von ihm nicht bekommen. Gut. Er neigt sich vor und klopft dem Büffel auf die Stirn, der dann langsam zum Stehen kommt. Der andere hinter ihm kriegt das Memo dann auch nach zwei Schritten, als er mit der Nase beinahe an dem Karren seines Vorderbüffels anstößt und bleibt ebenfalls geduldig stehen. Ein Aufbüffelunfall. Roxenes klettert von seinem hohen Büffel herunter auf eure Höhe und stellt sich dabei als ein vergleichsweise kleiner Mann heraus, der kurz wartet einen Moment, winkt und nach hinten geht und mit mehreren seiner Begleitern redet, die bei dem anderen Büffel sind und ringsum die Bewaffneten, die euch auch nachdenklich mustern. Nach einer Weile kommt er wieder.
Wir müssen vier Leute dann hier lassen. Ich habe nur ein Begleitschreiben für eine bestimmte Anzahl von Leuten. Könnt ihr die Zahl nicht einfach ändern? Nein. Wir können doch auch einfach so lange auf unser Schiff mit. Ja. Ja. Wir können dann euren Leuten einen Ort anbieten, wo sie verweilen können. Ihr seid das Luftschiff, das da hinten gelandet ist, ne? So ist es. Richtig. Na dann. Ey, yo! Da redet kurz mit denen, zeigt über die Hügel. Und die werden da auch verpflegt? Ja. Das können wir veranlassen. Solange sie sich dem Gastrecht entsprechend verhalten. Und sie sollten nicht gegen große Katzen allergisch sein. Ach doch. Mhm. Stell ihnen einen Passierschein aus. Das ist eine hervorragende Idee. Gut, ihr seid jetzt offiziell Paltris, Kemual. Wollt ihr euch das merken? Kalastris. Und wir lassen noch eine Frau hier, Minjula. Ich bin Kalastris. Ich bin Minjula. Nein, das bin ich. Wer bin ich? Kemual. Kemual. Das nochmal ein. Die bitte? Kalastris. Die ist öfter, dass sie so. Na, die ist ja nicht ganz fit gerade. Kemual. Ich bin Kemual. Kemual? Und? Du bist Paltris. Minjula. Paltris. Bist du ab jetzt? Paltris. Dann bin ich Kalastris. Du bist Kalastras? Kalastris. Minjula. Einmal die Idee, sich dort aufzuschreiben, ist nicht die schlechteste. Gut. Dann seid ihr von jetzt an für die Sicherheit der Karawane zuständig. Also Augen auf, Waffen bereit und meldet mir alles Verdächtige. Alles klar. Alles klar, was? Er klettert wieder auf seinen Büffel und rammt die Fersen rechts und links in den Hals des Tieres. Das bin ich. Und die Karawane setzt sich wieder langsam in Bewegung. Ich habe nur meinen aufgeschrieben, Paltris. 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 Die Stadt kommt dann mit quälender Langsamkeit im Laufe des Tages wieder in Sicht, als ihr euch über die Straße nähert, eine kleine Staubfahne hinterherzieht. Ihr lasst die große Halle rechts außerhalb liegen und haltet auf das Haupttor zu, wo mehrere Leute in Rüstung, die der Myriaden ähnelt und den Myrmidonen, die in ihr dienen, aber irgendwie archaischer wirkt. Und vor allen Dingen kein Abzeichen des Hauses Taramnos oder des Ethereums trägt, sondern eine große Hornisse als Abzeichen Schinxiers. Oh Gott. Das ist nur ein bisschen ablenkend. Nur ein ganz kleines bisschen. Der sieht irgendwie, irgendwie ein bisschen aus wie dein Charakter. Stimmt! Das Gesicht. Das Gesicht passt. Ein bisschen. Da oben. Und die Farbe auch. Na, Paltris. So, wir spielen jetzt. Paltris. Wie heißt du jetzt? Paltris. Nein, er. Danke. Kalastris. Kalastris. Ich bin Kemual. Genau. Ich bin Kemual. Nenn mich Kemual. Na toll, jetzt hat die Rollenspieler die eine Rolle spielen, die eine Rolle spielen. Inception. Und, Am Tor hält die Karawane an. Diese Bewaffneten in den archaisch wirkenden Rüstungen kommen vorwärts im perfekten Gleichschritt und schultern ihre Schwertlanzen und es werden Worte ausgetauscht und vor allen Dingen Papiere. Gehen aufmerksam mit den Papieren in der Hand um die Büffel herum, zählen die Leute, die dabei sind. Wer bist du? Kalastris. Warum? Entschuldigt, aber warum habt ihr sie dabei? Minjula? Ja, ungewöhnlich. Sie hat sehr scharfe Augen. Mhm. Scheint ja alles mit in Ordnung zu sein. Außerdem ist es auch langsam mal Zeit, dass ihr wieder hier auch erscheint. Roxenus, wir haben auf die Lieferung schon gewartet. Ein bisschen mehr Eile wäre vielleicht ganz gut gewesen. Hinein mit euch. Ich bin Kemual. Ja. Schink's hier mit dir, Bruder. Das große Tor wird geöffnet, wo die Büffel und die Karren gerade eben durchpassen, als wäre es exakt abgesprochen, die Größen von allen Beteiligten an dieser Szene. Und dahinter seid ihr in der Stadt und erstmal auf einem großen, gepflasterten, sorgfältig gepflegten Platz, an dem mehrere sehr nüchterne, aber große und dadurch auch irgendwie prachtvolle Gebäude stehen, die alle ebenfalls sehr gepflegt sind.
Mehrere Gruppen von Männern und Frauen in Rüstung sind gerade dabei, dort Waffenübungen abzuhalten. Unter anderem aber auch eine Gruppe von Kindern oder Halbstarken, die sich irgendwo so im Alter zwischen 12 und 16 bewegen, die ebenfalls von jemandem, der laut und Handschlag und Ausholen und Stich, Seite unten links in verschiedene Formationen mit ihnen durchgeht, die sie mit Übungswaffen abhalten. Stechen Sie bei Stich, Seite unten links nach oben rechts? Das wäre wirklich schlau. Nein, sie stechen tatsächlich nach oben links. Ich schaue mir das mal. Da warnt man ja die Gegner. Ich schaue mir das mal genau an und denke ernsthaft darüber nach, das auch demnächst einzuführen. In eurer Gruppe, den Leuten mal ein bisschen kämpfen beibringen. Nee, zu Hause. In seiner Stadt. Hm, in deiner Stadt. Da kannst du ja gerne machen. Es scheint sehr viel Wert darauf gelegt zu werden, dass die Leute im Einklang handeln und dass sie wie eine Einheit handeln. Weiter hinten seht ihr auch welche, die schon deutlich fortgeschrittene Übungen machen und aus einem Lanzenformation mit Schild und Lanze eingelegt üben, wie sie sich seitlich wegklappen und in zwei schnellen Schritten mit der Reihe hinter ihnen wechseln, sodass die Formation erhalten bleibt, obwohl die erste Kampfreihe ausgetauscht werden kann mit der zweiten dahinter. Das Ganze sieht aus wie ein komplexer Tanz, der nur extrem stark bewaffnet ist. Moment, der klappt ein und dahinter. Ich hole einen Zettel raus und das ist so halb aufzumalen. Das sieht ganz krude aus. Das wird nie funktionieren, so wie das da ist. Aber sieht aus wie jedes Mal, hä? Paltris. Wahnsinn. Ja, natürlich. Ja, ich weiß ja, wie es geht. Immer beeindruckend, oder Paltris? Ja, wie immer hier. Ja, hoch beeindruckend. Die Karawane hält an vor einem großen Gebäude, das vorne offen ist, keine Wand hat, sondern nur einige Säulen, die es tragen und hinter denen reihenweise Tische aufgebaut sind, auf denen verschiedenste Sachen ausliegen. Von Broten auf der einen Seite über Schuhe auf der linken Seite und jeweils Leute dahinter, die Listen führen und von denen auch jetzt einige mit diesen Listen herauskommen und anfangen, sich mit Roxenis zu unterhalten und darüber, was er geliefert hat und euch größtenteils einfach nicht beachten. Mhm. Gut. Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder ausladen helfen oder für die Sicherheit der Karawane sorgen, das heißt, unsere Nachforschungen jetzt anzustellen. Ja, erstmal für die Sicherheit sorgen und dann... Erstmal hier umgucken, ob hier alles sicher ist. Ja, sorgen wir für die Sicherheit der Karawane. Wo ist denn der Typ, mit dem wir zuerst gesprochen haben? Der ist abgestiegen, überprüft gerade die gespaltenen Hufe seines Reittiers und wirkt ziemlich gelassen. Ich gehe mal zu dem rüber. Hey, ho. Sag mal... Wie läuft denn das hier in der Stadt? Hier haben sie selten Fremde, aber es gibt ein paar Häuser, in denen man unterkommen kann. Wie lange und weil die komisch sind, kostet das auch nichts. Wie lange bleiben wir hier? Wir bleiben normalerweise 1 bis 2 Nächte, bevor wir wieder auf zur Reise nach Süden aufbrechen. Mhm. Und so lange können wir auch hier bleiben. Aber macht keinen Ärger, ne? Wir wollen keinen Ärger machen. Gut. Dann werden wir uns mal für ein Quartier anmelden. Wo werdet ihr sein, dass wir wieder zu euch stoßen können? Wir sind hier in einem der Gasthäuser. Er deutet auf eines der Häuser, das nicht wirklich sich von den anderen unterscheidet, aber eben auch an diesem zentralen Platz liegt. Gut. Aber man darf sich hier frei bewegen in der Stadt. Oder gibt es Bereiche, wo man nicht hin darf? Naja, ihr solltet den Soldaten hier nicht in die Quere geraten. Also meidet einfache Übungen, klettert nicht einfach ungefragt auf einer der Stadtmauern, wo sie Wache halten, da sind sie empfindlich. Ihr dürft in den Xingxie-Tempel, wenn ihr Respekt zeigt. Da war ich auch schon des Öfteren und es kann nicht schaden, sich einen Segen abzuholen, wenn man hier in dem Land unterwegs ist. Das denke ich auch, ja. Mhm. Ja. Das Einzige ist, es gibt eine Botschaft des Hauses Taramnos hier, die ist für jeden geschlossen erstmal. Mhm. Stelle ich jetzt euch das Bedürfnis nach? Ich schon. Gut, danke. Was auch immer ihr jetzt hier macht. Viel Erfolg. Danke. Wir sehen uns dann. Wo nicht hingehen sollten, dann da. Kommen wir. Sollten dort finden wir die meisten mit euch wieder hier raus. Und können dann auch die meiste Verwirrung stiften. Ja. Wir sagen wir so, wir kommen Ärger, wenn wir nicht mit der gleichen Anzahl Leute die Stadt verlassen, wie wir sie betreten haben. Deswegen würde ich euch raten, wieder aufzutauchen. Ansonsten müssen wir nach euch suchen lassen. Mhm. Wann geht ihr wieder? Ich frage mal kurz, er geht kurz zu Roxenis, der in Verhandlungen ist und überwacht, dass die ersten Sachen abgeladen werden. Kommt wieder. 2 Nächte sind wir hier. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Gut, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Damit führt er sein Tier in Richtung eines der Gasthäuser. Was hattest du genau in der Vision gesehen, wo wir hin müssen? Ich habe ein Grab gesehen. Auf einer Erhöhung. Kalastro?
Palastris. Palastris, Paldris, Kemual und Minjula werden den anderen sicherlich sagen, dass wir nicht vor 2 Tagen hier rauskommen werden. Hm. Also ich meine natürlich die anderen, versteht ihr? Mhm. Die echten. Ich denke auch. Nicht wir. Nein. Eine der Waffenübungen auf dem Platz wird beendet von einer der größeren Gruppen. Ja. Anleiter und Kommandeur hebt die Hände und spricht einen Segen des Shinxia. Alle schlagen mit ihren Waffen gegen ihre Schilde, verneigen sich und marschieren dann im perfekten Gleichschritt einer der Hauptstraßen hinunter in die Stadt hinein. Ich würde vorschlagen, wir quartieren uns erstmal ein und gehen aber zum Tempel. Ja. Und ich habe einen Baum gesehen, aber... Hier sieht es nicht. Ich glaube, der Baum ist nicht so... nicht das Entscheidende. Ja. Aber ich werde... werden in großen Netzen und Säcken zusammengefasst Brote und andere einfache Nahrungsmittel vorbeigetragen in die Halle und dort offensichtlich verteilt. Ah ja. Also sollen wir uns erstmal einquartieren? Oder erst einquartieren und dann den für die Vorschlag. Mhm. Gut, Paltris, suchen wir uns ein Lager. Ja, das wäre doch eine ganz hervorragende Idee. Kemual. Ja, Paltris. Wir gehen jetzt ein Lager suchen, Kemual. Ja. Kalastris kommt auch mit. Ja, Minjula kommt auch mit. Und Minjula kommt auch mit, oder? Ja, suchen wir ein Lager. Wir suchen ein Lager. Ihr steht im Weg, sagt jemand, der versucht, ein Fass da lang zu rollen. Entschuldigung. Wir werden es nie wieder tun. Denn wir suchen jetzt ein Lager. Gehen wir in Richtung Gebäude. Mhm. Ja. Das hat einen kleinen, nach außen offenen Empfangsbereich, wo jemand in ziemlich schlichter Kleidung und mit einer Brosche in Form einer Hornisse steht und gerade sich Notizen macht und sich hochschaut. Zum Gruße. Schinkst du es zum Gruße? Schinkst du mit euch? Schinkst du mit dir? Ich bin Kemual. Können wir hier schlafen? 2 Nächte. Ihr gehört zu Roxelis? Ja. Mhm. Ja. Sicherlich. Ja. Er macht Eintragungen. Kemual? Ja. Paltris? Paltris. Kalastris. Kalastris. Minjula. Ebenfalls alle aus Viralis? Ja. Ja. Weiter Weg. Oh ja. Wir sind weiterhin dankbar für das Abkommen, das wir mit euren Völkern geschlossen haben. Ja, auch. Ist die Situation so schlimm? Sie könnte sich jeden Tag wandeln. Diese. Ist das nicht bedrückend, wenn man in der Nähe von dieser Stadt da wohnt? Es ist gut, dass ihr ein wachsames Auge auf die Situation habt. Es ist bedrückend, aber wir stellen uns dem gerne freiwillig. Öffnet eine kleine Schatulle mit einem Schlüssel, den er unter seiner Kleidung hervorzieht und holt für euch jeweils 2 aus Holz geschliffene Münzen heraus, die auch ein eingebranntes Symbol einer Hornisse tragen und drückt sie euch in die Hand. Für die Essensausgabe. Mhm. Ah, okay. Vielen Dank. Wann gibt es Essen? Wann immer ihr wollt. Ihr könnt pro Tag einmal zur Halle gehen und euch eure Ration abholen. Essen und Wasser. Es gibt mehrere Brunnen weiter oben in der Stadt, wo ihr euch bedienen könnt. Mhm. Den Tempel darf man auch besuchen? Selbstverständlich könnt ihr den Tempel besuchen. Gut. Passt. Wie beim letzten Mal, ja. Gehen wir hoch. Ja. Sollte nachher jemand anders hier sein, nennt euren Namen, ihr seid im Buch eingetragen. Mhm. Und ihr könnt eure Zimmer betreten. Aber gucken wir uns erstmal die Zimmer an und dann... Mhm. Die Zimmer stellen sich heraus als mehr oder weniger eine soldatische Kammer, Reihe von soldatischen Kammern, aber passenderweise haben die jeweils 4 Betten pro Zimmer, sodass ihr eine für euch habt. Mhm. Ah, sehr gut. Praktisch. Ja. Man kann sie aber nicht verschließen. Ja, wir wollten ja jetzt nichts da hinterlegen. Hier klaut ja niemand. Nee, hier klaut niemand, da bin ich mir sehr sicher. Also uns klaut hier niemand. Nein, es ist so. Tatsächlich schaut... Ohne Piratenlizenz wird hier nicht geklaut. Genau. Tatsächlich schaue ich mir das an, ob es irgendwelche so klassische Verstecke gibt unter den Laken bei den Betten oder sonst irgendwo. Nein, die Betten bestehen aus belegten Planken, auf denen eine ungefähr so dicke Matratze, die mit irgendwelchen Fasern gestopft ist, drauflegt ist. Und darüber ist ein ungefähr so großes Kissen und eine dünne Decke zum drüberziehen. Diese da gibt es keine Verstecke. Also gefällt mir nicht. Gibt es auch eine in den Tönen? Schreibt man nicht ein, J, ein? An Jani, eigentlich kommt ein I dahinten. Ich habe das hier so über den Bogen. Gut, dann auf zum Tempel.
zum Tempel? Was ja. suchen wir genau? Wir lassen, erstmal holen wir uns einen Segen. Vielleicht gibt es da ja Gräber. Genau. Manchmal begraben die Leute das ja. Was ist denn dieser Schinks hier überhaupt? Ein Gott des Krieges. Ja, aber was? Wer? Ein Mensch? Nein, also ich meine... Nein, ein Gott? Ja. Ist er mehr so wie du oder mehr so wie er? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie Götter aussehen. Man kann ja nicht sagen, Gott sieht so und so aus. Das geht ja nicht. Meine, niemand würde auf die Idee kommen, dass ein Gott ein Tier ist oder so. Es gibt ja keinen Gott, der ein Löwe ist. Frag sich am Strand aufstellt. Was? Oder die Wahl? Ein Gott, der ein, was weiß ich. Kein Whale Chain. Ein Delfin oder ein Wahl, das ist ja völlig absurd. Nein, er hatte die Wahl. Er konnte es sich aussuchen. Ah. Gut, dann zum Tempel. Der Tempel ist nicht zu verfehlen. Wenn ihr in die Stadt geht, geht ihr auf den Tempel zu, stellt ihr fest. Und das gilt dafür für jede Richtung, weil er im Herzen der Stadt liegt und an dem höchsten Punkt des Hügels, auf dem sie erbaut ist. Also da, wo ich auch das Grab gesehen habe? Zumindest grob in der Gegend, ja. Mhm. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Er steht mitten eines runden Platzes, ist ebenfalls rund gehalten und erinnert eher an eine kleine Arena auf den ersten Blick als einen normalen Tempel. Und ihr könnt von drinnen auch Stimmen hören, die im Tonfall von Exerzierbefehlen sich ergeben und senken. Große Rundbögen, die ringsum den Eingang ermöglichen in die Anlage. Ansonsten sind an dem Platz größtenteils einfache, niedrige Gebäude, bis auf eines, eine größere Anlage aus mehreren Flügeln, die sich zu einem hufeisenförmigen Anlage zusammenschließen, die wiederum mit einer Mauer vom Rest des Platzes und der Stadt abgetrennt ist. Also gibt es gar kein wirkliches Tempelgebäude? Die Arena ist vermutlich das Tempelgebäude, so sehr wie sie, wenn ihr sie euch anschaut, mit Symbolen von Hornissen bedeckt ist. Mhm. Dann würde ich auch sagen, gehen wir da mal rein, ne? Sind da Leute unten also das am heißt, Entschuldigung, das heißt, man hat so ein halbförmiges Amphitheater, was dann eigentlich, wenn es wie ein... Also, ja. Kreisförmiger Platz, aus allen Richtungen kommen da Straßen drauf zu. Nur hier, das ist Norden, ist eine größere Anlage, wo ihr über die Mauer grob erkennen könnt, dass da hufeisenförmig Gebäude angeordnet sind und die mit einer Mauer vom Rest abgetrennt ist. Das meiste hier davon sind einfache, kleinere Gebäude, ihr kommt gerade aus der Richtung. Mhm. Und hier inmitten des Platzes ist eine runde an ein Amphitheater erinnernde Anlage, die mit Hornissen geschmückt ist. Okay, perfekt. Dankeschön. Bitteschön. Nicht so schön wie deine Zeichnungen, aber dafür korrekt. Sind da irgendwelche Leute? Also in dieser Arena? Also sieht man ihr seht zwei Leute, die so? In eurer Richtung in einem dieser Rundbögen stehen, die sich auf Schilde stützen und Schwertlanzen tragen, die aber auch die nicht nur pragmatisch wirken, sondern auch edel verziert mit der Symbolik von Hornissen, die in Schwärmen und in Kreisen fliegen und mit langen goldenen Bannern, die an den Lanzen angebracht sind und die Rüstung trage, aber nur leichte und darüber fast elegant wirkende Mäntel, deren Enden einmal noch über die Schulter geschlungen sind und mit einer Brosche in Form einer Hornisse gehalten werden. Und die euch auch freundlich entgegennicken, als ihr euch nähert. Natürlich da eigentlich nackter Hund an seinem Hals. Ja. Gut. Die unglaubliche Hintergrund. Schinkt sie zum Gruße. Schinkt sie zum Gruße, Gäste. Willkommen im Haus des göttlichen Heerführers. Danke, wir würden uns gerne einen Segen abholen. Dann solltet ihr zum stellvertretenden Tempelführer gehen. Soweit ich weiß, hält er gerade einen Gottesdienst ab. Ah, oben rein oder? Geht einfach hinein, dieses Haus steht allen offen, die den Segen des Heerführers wünschen. Ja, das sieht doch gut aus. Verhaltet euch andächtig und korrekt. Natürlich. Steht füreinander ein und... Das unsere Freundschaft ist euch sicher. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Mhm. Es werden auch keine Waffen oder so etwas abgenommen. Ja, das wird jetzt auch... Sind eigentlich Statuen? Schinks hier? Statuen? Ihr müsst... Das ist in Kreisen angeordnet, dieses Gebäude. Dieser offene, mit den Bögen getragene äußere Bereich. Und als ihr durch einen kleineren, ein paar Stufen hoch, durch ein kleineres Portal geht, seht ihr, dass der innere Teil tatsächlich größtenteils wie eine Arena ausgelegt ist, mit Sand tatsächlich ausgestreut und ganz in der Mitte steht unter einer aus Stoffen gespannten Kuppel, die vor allen Dingen einfach als Sonnenschutz wohl dienen soll, eine
weit überlebensgroße, 5 bis 6 Schritt hohe Statue eines perfekt gebauten athletischen Mannes in leichter Rüstung, der eine Schwertlanze in der einen Hand hält und auf der anderen eine riesige Hornisse und der herausfordernd gen Westen schaut, also in Richtung der Ghulenstadt, die dort auf der anderen Seite des Flusses liegt. Also wie ein Mensch. Mit Hornisse. Nicht wie eine Hornisse, mit Mensch. Und zu seinen Füßen sind gerade 5 Leute damit beschäftigt, einer von ihnen vor den anderen 4 Formationen eine komplexe Folge von Schlägen, Stichen und Hieben mit ihren Schwertlanzen auszuführen. Ohne dass irgendjemand etwas vorsagt oder dergleichen jetzt, sondern die arbeiten stumm, nur mit konzentriertem Ein- und Ausatmen im Rhythmus der Schläge und Bewegungen, aber absolut im Gleichklang miteinander. Der Gottesdienst? Ja, ich denke schon. Ja, dann warten wir das doch einfach mal ab. Kann man sich da irgendwo hinsetzen? Ja, es gibt ringsum Stufen, die nach unten führen, auf denen man sich niederlassen kann. Mhm. Ihr seht auch 1-2 andere Leute, die dort sind und andächtig den Kampfübungen zusehen. Mhm. Dann macht man das doch mal. Ganz schön. Zusehen. Ich will jetzt hier nicht groß rumschwätzen, also wenn dann ganz leise. War das hier mit deiner Vision? Ich weiß es nicht so genau. Diese Arena habe ich da nicht gesehen. Aber haben wir drumherum noch irgendwas gesehen? Gab es da irgendwas, was an Friedhof vielleicht erinnert hätte oder so? Nee, ein Friedhof oder so, das hast du nicht gesehen. Ja. Man kann davon ausgehen, dass es in der Arena auch mitunter dazu kommt, dass jemand sein Leben verliert. Ja, gut, das schon. Die Männer unten in der Arena kommen zum Ende ihrer Übung, halten inne, klopfen mit den Enden mit den Speerfüßen ihrer Schwertlanzen auf den Boden. Dann wendet sich der vorne vorgemacht hat, verneigt sich vor den anderen, die dann auch mit einem letzten, im Namen des göttlichen Heerführers, Shingsi mit dir, davon gehen. Und dann lösen sich mehrere von den anderen Leuten, die auch auf den Stufen sitzen und nähern sich langsam und mit ehrfürchtigen Senken des Kopfes dem Mann, der die Übung vorgemacht hat. Mhm. Und unterhalten sich mit ihm leise. Bilden so eine Reihe. Offensichtlich hat jeder irgendwie ein Anliegen vorzubringen. Erst wechseln wir ein paar Worte, dann wird ihm kurz die Hand auf den Scheitel gelegt und geht wieder. Der letzte vor euch wirkt ausgesprochen nervös, den Mantel zurecht und ihr könnt ein bisschen mithören. So. Ich habe mich freiwillig gemeldet für die Ausbildung, aber ich wünsche einen Segen von euch, um sicher zu gehen, dass ich sie auch bestehen werde. Bisher haben wir die anderen, habe ich mit den anderen nicht mehr geredet, weil sie schon länger dort sind und machen mir einfach Sorgen. Aber natürlich will ich auch dem Arm des Imperiums dienen, wenn sie den für den Schlag gegen die Drachen ausholen. Der Priester spricht ebenfalls in gedämpfter Stimme und versucht den jungen Mann zu beruhigen, dass was getan wird im Namen des Heerführers und die Zusammenarbeit mit dem Imperium doch sicherlich eine Sache sind, für die es auch irgendwann bereit sein kann, Opfer zu bringen, und gibt ihm einen Segen, bevor der dann zur Seite weggeht und er euch erwartungsvoll anschaut. Jemand mit der sehnigen Muskulösität von jemandem, der sich einfach jeden Tag viel bewegt und gezielt übt, in leichter Rüstung, mit dem aussehend geschlungenen Mantel und der großen Fibel in Form einer Hornisse auf der Schulter und einem wettergegerbten und durchaus auch schon von Falten durchsetzten, aber sehr wachen Gesicht mit grauen Augen und militärisch kurzem Haar. Das sind Fremde hier in eurer Stadt und wir würden gerne und so auf den Segen von Shingsi hier. Würden ihn gerne erlangen. Wir schützen eure Waren auf dem Weg in die Stadt vor Ungemach und Überfall. Ich bin Kemual. Es freut mich, Kemual. Ich bin Dolichos Ser Shingsirus, stellvertretender Tempelleiter in der Stadt. Hab Dank für eure ewige Wacht hier gegen die Dreidal. Habt Dank, dass ihr zu dem Bund beiträgt, der uns hier ernährt und unsere Wacht möglich macht. Es war eine lange Reise von Virales aus, kann ich mir vorstellen. Wir sind schon lange unterwegs. Ja. Habt ihr großen Unbill überstehen müssen? Ja, das haben wir. Und er ist sicherlich noch nicht vorbei. Jeder Tag ist ein neuer Kampf. Das immer. Steht ihr treu füreinander ein? Seid ihr eine eingespielte Gruppe? Das sind wir. Aber natürlich. Das wohl! Bei Shingsi hier. Es ist eine Freude, in den Augen des göttlichen Heerführers zu sehen, dass auch jene, die von verschiedensten Orten kommen, wenn sie gemeinsam fechten, zu einem einen werden, zu einem Schwarm,
der gemeinsam zustößt und verteidigt. Seid willkommen in Myriadopolis, einer der wenigen Orte, wo wir die Lehren des göttlichen Heerführers so hochhalten. Aber es erfreut natürlich mich und meinen Herrn, jedes Mal wieder zu sehen, dass seine Lehren nicht auf taube Ohren fallen, auch außerhalb unserer Stadt und kleinen Festung. Empfangt meinen Segen. Möge der Herr der Myriaden, möge der Athlet, der Jüngste der Götter, jener, der die Schwertlanze führt und der das Imperium verteidigt, der unseren Glauben beschützt, seine Mutter, sein Vater und seine Geschwister, dass er, der einsteht und die Armeen führt, der sagt, wo die Schwäche ist und wo die Stärke ist, der dessen Mut uns trägt und der uns zum Schwarm macht, der in Einheit vorgeht, euch sein Segen zuteil werden lassen. Möge euer Mut euch gegenseitig stärken, euer Schwertarm immer für den anderen einstehen. Möget ihr euer Leben geben für den Freund und möge der Freund sich vor euch stellen, so er denn die Waffe sieht als erster. Der Segen Schinxier sei mit euch. Schinxier, danke. Kurz jeweils die Hand auf euren Scheitel. Und ihr habt auch ein Gefühl, fast so eine seltsame Wärme, ein Vibrieren und Schwingen in euren Knochen für einen Moment. Verehrter Scherosaurus. Bitte was? Doch, oder? Sir Schinxeros ist mein Titel. Er wirkt sich auf einmal etwas verwirrt. Sir Schinxeros. Doleros. Sir Schinxeros. Okay. Sir Schinxeros heißt nur im Dienste Schinxeros. Aber das dürftest du auch wissen, das hast du nicht wirklich falsch gemacht. Gut. Es ist die Frage. Es brennt uns eine Frage auf dem Herzen, und zwar betreffend dieses Ortes hier. Wenn ich euch helfen kann. In der Arena wurde zu Ehren des Krieges doch auch Blut vergossen. Kam es mitunter vor, dass auch jene es oft vor, dass sprich gerade heraus, Mann. Dass er sein Leben hier lassen musste. Hier im Tempel? Das ist noch nicht vorgekommen, seitdem er gesegnet wurde, nein. Wie lange besteht diese Stadt? Myriadopolis? Unsere Gründung besteht schon seit einigen Jahrhunderten, fast 1000 Jahre. Wir werden einen Geburtstag feiern können, so wie wir so lange bestehen. Nun, da bin ich mir sicher, dass es geschehen wird. Was war hier vorher? Die Gelehrten sagen, dass es auch schon vor langer Zeit hier eine Stadt gab, auf deren Ruinen wir dann neu erbaut haben, aber sie muss in einem der zahlreichen Kriege, die hier geherrscht haben, geschleift worden sein. Es gibt fast nichts mehr, was an sie erinnert, außer den Gebeinen, die in der Schule aufbewahrt werden. Mhm. Kann man die betrachten? Ich interessiere mich für alte Dinge. Der Unterricht sollte bald beendet sein, dann werden die Tore geöffnet. Die Schule ist hier? Das Gebäude mit der Einfriedung, ja. Oh, wir werden sehr interessiert daran. An wen müssen wir uns wenden, wenn wir dort hinein wollen? An die Schulwachen. Mhm. Warum interessiert ihr euch dafür? Das ist ein Steckenpferd von mir, alte Gebäude. Alte Schlachtfelder aufzusuchen? Genau. Um jene zu ehren und zu verstehen, wofür sie gekämpft haben. Und herauszufinden... Also, und vor allem jene schrecklichen grauen Taten nicht vergessen, die der Krieg von uns einfordert, und sicherzustellen, dass all das, was im Krieg passiert, für die richtigen Gründe passiert. Gut gesprochen. In Antalya werdet ihr viele Orte finden, an denen man sich an Schlachten erinnern kann, ruhmreiche wie weniger ruhmreiche. Solche, die für einen guten Grund gefochten wurden und welche über Nichtigkeiten, aber... Wir wissen nichts darüber, was für eine Stadt dies hier war, die vernichtet wurde. Sagt uns, die Bedrohung im Westen, gibt es irgendwelche außergewöhnlichen Bewegungen seit kurzem? Habt ihr es auch mitbekommen? Nun, wir haben, als wir vom Süden kamen, einen großen Sturm im Norden gesehen, in weiter Ferne. Und irgendetwas scheint doch... Ja, also da scheint sich etwas zusammenzubrauen. Virales, nun ich denke, ihr braucht euch keine großen Sorgen zu machen. Ihr seid mit Bündnissen in alle Richtungen abgesichert, nicht wahr? Aber ja, wir, die wir hier offen in der Steppe leben, wir erleben mit, dass die Dreidal immer aktiver werden, dass wieder neue Armeen marschieren, dass ganze Landstriche verbrannt und karg zurückbleiben. Einige von den Außenposten
anderer Städte, mit denen wir Kontakt halten, von denen haben wir länger nicht mehr gehört. Und gleichzeitig hat das Imperium beschlossen, nun doch endlich mal dieser Grenze ein wenig Aufmerksamkeit zu widmen und schickt uns seine Myriaden hierher und bittet uns um Soldaten für Ausbildung und sagt, dass sie ausholen wollen zu einem großen Schlag. Wir werden sehen, ob hinter dem, was sie sprechen, dann schließlich auch Taten sein werden. Ein Schlag gegen die Dreidal. Selbstverständlich. Das ist ja an sich eine gute Nachricht, oder nicht? Wir werden sehen. Derzeit haben wir die Taranos und ihre Myriaden hier in der Stadt und wir haben ihr Ausbildungslager vor der Stadt und wir arbeiten mit ihnen zusammen, aber bei Shinxia, wir werden uns nicht unter ein Joch zwingen lassen für irgendetwas, das sie vorhaben, sondern wenn, dann werden wir gemeinsam fechten für das, was wir für richtig halten. Das wohl, euer Shinxia. Sehr wohl. Ich finde, du hast recht. Können ich euch sonst noch helfen? Wir haben schon genug eurer Zeit in Anspruch genommen. Und dies ist meine Aufgabe. Ich spreche für ihn, dessen Aufmerksamkeit auf weit größeren Dingen ruht. Schaut noch zu der Statue. Wir waren auch die Letzten in der Reihe. Oder? Ja, ihr wart auch die Letzten in der Reihe. Hinter euch steht niemand mehr. Das wäre natürlich auch schön, als so ein älterer Mann, der sich auch, der eine schlechte Hüfte hat und die ganze Zeit steht und wartet. Okay. Ja, dann lass uns warten, bis der Unterricht beendet ist, dass wir vielleicht einen Blick auf diese... Gibt es hier irgendwie sowas wie einen Opferstock, irgendwas in der Richtung, wo man... Also frage mich nicht, sondern ich schaue mich um. Gibt es nicht, dass du sehen könntest. Mhm. Ja, dann... Ich frage mich. Ja, also... Gehen ihr verabschiedet euch. Ja. Genau. Genau. Er schultert seine Schwertlanze und marschiert auf die andere Seite und durch einen Durchgang, der mit der Treppe weiter oben zu erreichen sind, offensichtlich noch ein anderes Stockwerk führt. Ich frage mich, ob er... Atmet dort einmal tief durch und steigt dann hinauf. Ich frage mich, wie effektiv es ist, mit einer Hornisse in den Kampf zu ziehen oder ob es da vielleicht zu einem Übersetzungsfehler gekommen ist. Ein Schild und ein Speer wäre doch besser als eine Hornisse und ein Speer. Egal, gut. Also Shinxia, als Bürger des Imperiums, weißt du, dass Shinxias heiliges Tier die Hornisse ist, aber vor allen Dingen in dem Sinne, als dass er sagt, seid wie ein Schwarm. Und okay. Ein Schwarmhornissen ist so ziemlich das Bösartigste, was auf dich losgehen kann an Insekten in der freien Welt. Normalerweise tun sie das nicht, aber göttliches Wirken. Gut. Ich finde, dieser Shinxia hat sehr viel von Swafnir. Vielleicht haben die das mit der Hornisse einfach falsch verstanden. Und es sollte eigentlich ein Wal sein? Weil sie verstehen das mit dem Wal nicht. Sie sind ja auch ziemlich weit weg vom Meer. Sie sind ziemlich weit weg vom Meer. Ich glaube, sie verehren eh. Kämpft Swafnir auch mit einer Hornisse? Nein, aber Swafnir kämpft gegen das Ranga-Gezücht und das da hinten ist Ranga-Gezücht. Gut. Ah. Oh. Gebeine. Gibt es. Bin mal gespannt. Schwimmen Wale in Schwärmen? Egal, gut. Schule. Schule. Wir wissen ja jetzt, welches Gebäude das ist, beziehungsweise welche Anlage das ist. Wir müssen also nur warten. Es dauert auch tatsächlich nicht lang, bis die Tore geöffnet werden und haufenweise Kinder bis hin zu ungefähr dem Alter 15, 16 ruhig, sie unterhalten sich aber leise und in regelrechten Kolonnen nach Alter sortiert herausgeschritten kommen, jeweils... Bücher und Schrifttafeln unter den Armen geklemmt. Und sie beginnen nicht zu laufen, nachdem sie draußen sind? Nein, sondern sie gehen ruhigen und gemessenen Schrittes weiter und verteilen sich auf unterschiedliche Straßen. Faszinierend. Was immer diese Erzieher hier machen, sie machen etwas richtig. Das Tor steht jetzt offen, aber es stehen zwei bewaffnete Wachen dort. Rechts und links. Und ihr könnt dahinter jetzt, wo das Tor offen ist, sehen, dass auf dem Innenhof zwischen diesen Hufeisen von Gebäuden, es einen vielleicht 10 Meter durchmessenden, fast wie eine brunnenwirkende Anlage gibt, nur dass es dort nicht in die Tiefe geht, sondern dass dahinter Gebeine aufgehäuft sind, so einen niedrigen Hügel, der sich über den Rand dieser Einfriedung aus Stein erhebt. Mhm. Ungewöhnlich. Gehen wir mal da rüber. Ja zum Große. Also zu den Wachen rüber. Schauen von oben auf euch herab. Was wollt ihr auf dem Schulgelände? Der Priester sagte uns, dass man hier die Wurzel der Stadt und die ältesten Teil der Stadt sich innerhalb der Schule befindet und man den Gebeinen dort Respekt zollen kann, wenn man denn
den Ursprung dieser Stadt besser verstehen möchte. Ihr habt mit Dolichos gesprochen. Ja. Du jetzt. Ich nehme an, ihr meint den stellvertretenden Tempelvorsteller. Ja, so ist es. Ja. Dann nicht. Naja. Was? Tretet was ein. Ist mit dem. Was ist mit. Wie, was meint ihr? Wer ist denn der Tempelvorsteller? Normalerweise. Apokriton. Und was ist mit ihm? Er war zunächst krank und seitdem hat er sich zurückgezogen in stiller Meditation. Wir hoffen jeden Tag darauf, dass er eine Nachricht vom Herrn der Myriaden erhält und zu uns zurückkehrt und in seinen Alltag. Ist er im Tempelgelände irgendwo? Also wohin hat er sich denn zurückgezogen? Wohin hat er sich denn zurückgezogen? In seine privaten Gemächer im Tempel. Auch innerhalb der Schule? Im Tempel, er zeigt gegenüber auf das Tempelgebäude. Okay, aber dort waren keine. Ja, okay. Passt. Dann schauen wir uns die Gebeine an. Mhm. Ja. Gut, das heißt, das ist wie ein Brunnen, außer dass eben auf der Seite diese Gebeine aufgeschlichtet sind, so wie in so einem Totenhaus. Die sind. Liegen durcheinander, aber sie sind unglaublich gut erhalten, so als könnte ihnen irgendwie Staub und dergleichen nichts ausmachen. Aber es sind zahlreiche Gebeine, die durcheinander geworfen sind in unterschiedlichen Größen, also wohl auch unterschiedliche Alter. Und das Einzige, was eindeutig ist, ist, dass kein einziger Kopf, kein Schädel mehr auf dem Rückgrat sitzt, wo er eigentlich sein sollte, sondern sie teilweise sortiert übereinander liegen. Und ihr könnt nicht sehen, wie tief es noch hinuntergeht innerhalb dieser Einfriedung. Aber es befindet sich dort eine kleine Steintafel. Mhm. Was steht denn da? Imperial? In diesem Grab fand man bei der Gründung von Myriadopolis die skelettierten Leichen von mehreren hundert Menschen und Menschenkindern. Sie alle tragen Ketten und Sklavenhalsbänder und wurden offenbar enthauptet. Wir gehen heute davon aus, dass bereits um das Jahr 2000 imperialer Zeitrechnung eine Siedlung auf diesem Plateau lag, die jedoch von den Dreidal zerstört wurde. Alle Einwohner wurden offenbar versklavt und später hierhin gerichtet und verscharrt. Die Stadt wurde bis auf die Grundmauern geschleift. Die Gründer von Myriadopolis werteten diesen Fund als göttlichen Hinweis darauf, dass dies die richtige Stelle für die Gründung eines Bollwerks gegen die Schädeldiener sei. Als stetes Mahnmal soll dieses Massengrab dienen und uns an die Grausamkeit unseres Feindes erinnern. Das Grab wurde durch die Geweihten des Shinxi eingesegnet, sodass die Seelen der Ermordeten endlich Ruhe gefunden haben. Im Herzen des sterbenden Landes habe ich meine Rache gefunden, hat er gesagt in der Vision. Das heißt... Könnt ihr euch mal so hinstellen, dass die Wachen mich von draußen nicht sehen können? Doch, das geht bestimmt. Ich versuche mich mal so ein bisschen dahinter zu stellen und ganz interessiert auf den Knochenberg zu gucken. Dann würde ich nämlich die Maske mal aufsetzen. Mich einfach so ein bisschen runterbeugen, so. Haltet mich gegebenenfalls fest, falls irgendwelche komischen Reaktionen kommen. Soll ich dich wieder anbinden? Nee, das fällt auf. Also ich versuche so ein bisschen demütig halt runter zu schauen und vielleicht sogar zu knien. Das ist vielleicht gar nicht mal so unangebracht. Ja, knie dich vor das Grab. Genau. Hier hast du direkt schon schriftlich. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass er nach kurz bevor, also wir wissen, dass 92 das ist. Vier Arme zittern und ihr Kopf neigt sich, als er die Maske auf ihr Gesicht presst. Und für dich wieder und für den Stream. Der Mann mit der silbernen Maske steht in einem Raum voll Spiegel. Mit dem Rücken zu dir nimmt er sein Gesicht aus Silber ab und er könnte sicherlich sein eigenes Antlitz in aber dutzender Form sehen, wären die Spiegel nicht allesamt mit Teppichen aus abgezogenen Gesichtshäuten überzogen, die mit zitternden Lippen lautlos versuchen, dir etwas von ihrem Leben und ihrem Sterben zu erzählen. Viele mögen Soldaten sein, vernarbte Frauen und Männer, aber es sind auch jüngere, zartere Formen dazwischen, mit grobem, purpurnem Faden aneinander genäht. Macht der Mensch sein Schicksal oder macht das Schicksal den Menschen? Fragt der Träger der silbernen Maske die Spiegel. Ich bin weit gereist, von den Spielen meiner Kindheit bis zum Tag der Erkenntnis. Die Spiegel zerfallen mit einem kaum hörbaren Glockenklang in zahllose Splitter. Die Gesichter aber bleiben schweben, hängen in der Luft. Langsam lösen sie sich voneinander und erhalten Schatten als Körper. Sie ziehen als lange Prozession an dir und dem Mann vorbei. Dieser setzt die Maske andächtig wieder auf und schreitet die Reihen der Toten ab, deren augenlosen Blicke ihm hoffnungsvoll und ängstlich folgen. Ihre zahllosen leeren Münder formen stumme O's und A's. Der Mann öffnet ein goldenes Tor und betritt eine weitere Halle. Nur mäßig erhellt von wenigen tief hängenden Lampen. Im Dämmerlicht tanzen blanke Skelette mit zarten Schleiern, in ihrer absoluten Nacktheit seltsam ehrlich und dennoch schön.
Sie wiegen sich in kunstvollen, weichen Bewegungen, drehen sich in Pirouetten und verneigen sich schließlich vor dir und dem Mann, als er sie abschreitet. Schließlich zerfallen sie mit einem Seufzen zu Staub, als ihr die nächste Tür erreicht. Auf einem Altar liegt ein weißes Kalb mit goldenen Seilen gefesselt. Es herrscht ringsum Nacht, kühler Wind umarmt die Bergspitze, von der herab du tausende und abertausende Feuer sehen kannst. Sie alle suchen, sagt der Mann mit der silbernen Maske, aber nur die wenigsten erhalten einen Einblick in ihr Schicksal. Jetzt sind sie müde und machen Rast. Nicht wir. Wir werden Fragen stellen und Antworten erhalten. Nimm dies. Er reicht dir ein Opfermesser mit einem Griff aus Bein, der unglaublich fein zu zahllosen Gesichtern geschnitzt ist, die weinen, lachen, staunen oder mit geschlossenen Augen träumen. In dem blanken Stahl der Klinge siehst du dich selbst, dein Gesicht ebenfalls von einer silbernen Maske bedeckt. Mit sicherer Hand stößt du das Messer in den Hals des Rindes und lässt das Blut fließen, dann öffnest du seinen Bauch. Es ist nicht einfach, mit den blutglitschigen Händen hineinzugreifen und die schwere Leber hervorzuziehen, aber dir gelingt es und ohne Zögern legst du das warme Organ in die Hände deines Lehrers. Er faltet die Leber auf wie ein Buch und sie entfaltet sich weiter, wird zu einer Karte. Im letzten Puls des Lebens quillt etwas Blut hervor als Flussläufe und du siehst den grünen Orismani, die weiten Fleischflächen Antalias und die Berge ringsum. Auf einem im Süden ist eine Zyste gewachsen, eine mit Flüssigkeit gefüllte Blase, in der sich ein dünner purpurroter Wurm windet. Die Finger des Manns mit der Silbermaske ergreifen die Blase, zerquetschen sie und sie ziehen die Larve hervor. So dünn mag der Faden eines Schicksals sein, wenn man ihn erst einmal gefunden hat. Vorsichtig legt er ihn in deine Handfläche. Jetzt erst siehst du, dass deine Hände mit goldenem Seil gefesselt sind. Als du an dir herabschaust, erblickst du eine klaffende Wunde von Brustbein bis Schambein. Aus deiner Kehle quillt plötzlich Blut hervor, wo Adern, Speise und Luftröhre mit einem entschlossenen Schnitt durchtrennt wurden. Auch wenn du den Blick nicht von deinen eigenen Gedärmen abwenden kannst, weißt du, dass der Mann die Maske abgenommen hat. Sanft, wie bei einem geliebten Kind vor dem Einschlafen, presst er einen Kuss auf deinen Scheitel und umarmt dich, während du verblutest. Sie kommt wieder zu sich. Ich reiß diese Maske erstmal ab und schmeiß sie vor mich irgendwie auf den Boden. Mhm. Sie kommt mit einem Klimmern, Klingen und Klimpern auf und rollt noch ein Stück weiter. So schnell auf. Eine der Wachen dreht sich zu euch um. Mit einem verwirrten Gesichtsausdruck. Alles in Ordnung? Gut. Ja, mir war nur was runtergefallen. Alles gut. Ja, ich knie mich nämlich nieder und halte mir die Hand auf die Schulter und dann zu überlegen, ja, alles gut, alles gut. Das wird ja mal schlimmer. Ja. Was ist los? Wir waren hier also richtig. Ich denke. Zumindest hatte ich eine weitere Vision. Dann lasst uns zusehen, dass wir was zu essen kriegen mit diesen Münzen und das dann im Gasthaus genießen. Ihr könnt gerne was essen, ich nicht. Doch, ich glaube, du brauchst jetzt was. Dann brauchst du deine Münze nicht? Ein bisschen bitte? Nicht. Ach, vielleicht später. Nicht jetzt sofort. Nein, ich wollte das Essen auch nur holen. Das ist ja dann nicht fertig. Sondern also. Ach so. Nein. Erzähl, was ist denn... Ach, es endet jedenfalls damit, dass ich verblutet bin und aufgeschlossen. Ich erzähl's euch draußen. Ja, besser ist das. Ja, raus, verabschieden. Hab Dank, dass wir... Geht es ihr gut? Ja, wir wollen sie nur jetzt zum Gasthaus schaffen. Es war alles ein bisschen viel heute, die letzte Etappe der Strecke und... Sie hatte Nachtwache. Ich hab den Anblick dieser Gebeine, er hat mich ein wenig überwältigt. Verstehe. Trinke mit euch. Mit dir auch. Das wohl. Danke. Ja, dann ins Hotel, also ins Gasthaus. Ja. Zurück zu der Baracke. Da steht immer noch derselbe Mann, der euch dann auch freundlich zunickt. Ja. Mhm. Dann leg dich doch erstmal hin. Ist alles in Ordnung? Soll ich einen Arzt rufen? Nein, es ist nur ein vorübergehender. Eine vorübergehende Übelkeit. Nicht allen Gästen ist der Geist dieser Stadt unbedingt zuträglich, aber ich dachte nicht, dass ihr dazu gehört. Ich hoffe,
Nein. Von nun an wird sie freundlicher zu euch sein. Wird schon wieder. Wir sind nicht besonders geübt im Umgang mit Fremden. Wir haben nur selten welche hier. Verständlich. In Anbetracht der Umgebung. Ja, die wenigsten kommen einfach aus blanker Neugierde hierher, das stimmt. Erholt euch. Ihr macht Notizen in dem Buch und hakt offensichtlich ab, dass ihr auf jeden Fall wieder aufgetaucht seid und nicht irgendwo in der Stadt verschollen seid. Ihr natürlich ein wenig beobachtet, aber offensichtlich gehört es dazu, wenn man hier so ein Gasthaus betreibt, dass man überwacht, wer kommt und geht. Das ist der gleiche? Es ist noch der gleiche, ja. Gut. Dann holen wir uns erstmal was zu essen mit diesen Marken. Du gehst mit den Marken zur Markthalle? Ja, also ich nehme die alle mit, denke ich. Mhm. Ach, das ist gar nicht im Gebäude drin. Das Nein, das ist eine das große ist ein Halle extra. Ja, dann gehen wir da doch hin. Eine streng schauende Frau, die entgegenkommt. Münzen. Willkommen in Myriadopolis. Danke. Wie viele Münzen gibst du hier? 4. Sie geht nach hinten und also stellt für euch eine große Stiege zusammen, auf der mehrerlei Brot, Käse, Wurst und verschiedene Arten von Früchten und Gemüse und dergleichen abgelegt werden. Trägt die Stiege dann zu dir. Bringt sie bitte wieder zurück, sobald ihr sie nicht braucht. Das werde ich. Ich helfe sie tragen. Sie schüttelt den Kopf und murmelt Fremde. Du siehst, dass alle anderen, die herkommen, tatsächlich schon eine Stiege dabei haben, die sie abgeben und durch eine gefüllte ersetzen lassen. Oh. Tja. Gut, dann gehen wir erstmal irgendwo essen. Ja, ich würde sagen, wir haben Minula dabei niedergelegt und bringen das Essen ins Zimmer. Ja. Das ist ein drückenden Kopfschmerz. Und das unangenehme Gefühl, so als würde was beim Schlucken in deinem Hals nicht ganz stimmen. Ja. Ist da ein Spiegel in dem Raum? Nee, stimmt nicht. Aber ich habe garantiert irgendwie so einen kleinen Handspiegel oder sowas. Mhm. Du als Schleiferin hast auf jeden Fall irgendwie spiegelnde Sachen. Was willst du schauen? Naja, einfach nur gucken, ob alles okay ist. Also. Deine Augen sind ein bisschen blutunterlaufen, deine Augenringe tiefer, als du dich jemals erinnern kannst. Und du guckst, aber nein, es ist nur eine Falte und als du den Hals streckst, ist der keine Linie über deinem Hals. Die Haut ist nicht. Ist das Froschlisch, den du da am Schwanz hältst? Ski. Schön. Mein Charakterbogen. Dein Heldendokument. Den du so dringend brauchst immer. Ja. Ich glaube, das war eine Seite, die man nicht braucht. Ich muss eine von den beiden sein, wo ich nichts draufgeschrieben habe. Ah, Zaubersprüche. Nee, die Zauberdokumente habe ich dir gar nicht gegeben. Geht ihr mit dem Essen dann zurück aufs Zimmer? Ja. Es kommen noch, während du deinen Hals begutachtest, kommen sie wieder herein mit einer Stiege voll Essen. Gut. Ja. Das vielleicht gar nicht blöderweise so zusammengestellt ist, dass man es durchaus alles roh essen kann, aber man könnte auch daraus was kochen, wenn man wollte. Also, es ist eine Brotsuppe. Es ist ja auch noch eine ganze Menge an Gemüse und Käse und sowas dabei. Also, eine Brot, Gemüse, Käse, Obstsuppe. Ich denke, ich werde das, was ich da sehe, einfach mal niederschreiben. Mhm. Praktischerweise hast du sie ja sogar schon schriftlich. Das hilft auch erheblich, sich zu erinnern. Gut. Was machen wir jetzt damit? Was mir noch merkwürdig vorkommt, ist, dass Apokryton, also dass sich da jemand zurückgezogen hat ins vereinsamte Studium, das klingt irgendwie ungewöhnlich. Vor allem, wenn er damit dem normalerweise doch so durchstrukturierten Tagesablauf nicht entspricht. Mhm. Also ich denke, das könnte man nochmal nachfragen mit dieser Vision. Ja. Puh. Also der Ort, den ich da, diese Blase, die ich da gesehen habe, ist auf jeden Fall wieder woanders, oder? Ist im im Südwesten am Orismani, oder? Du hast hier. Ach, im Südosten. Im Osten sogar? Ja. Die Blase gesehen. Mhm. Wenn wir einen Zeigestab hätten. Im Wald schon. Ja, im Dschungel. Ah. Hier? Grob, ja, könnte passen. Ein bisschen südlich noch. Ja.
Gut. Gut. Okay. Das Ganze drumherum immer. Also. Naja, wir haben gewusst, dass er keiner von den Guten ist. Ja. Aber das ist in der Zwischenzeit schon. Also, er ist, war bereit für seine Ziele, alles und jeden zu opfern. Mhm. Wahrscheinlich muss man das auch, wenn man. Wir sind noch. Auf diese. Ja, wenn er den Wahnsinnsplan verfolgt, tatsächlich dem Widersacher einen Weg vom Firmament zu ebnen, aber. Ja, dieser Wahnsinn muss irgendwie. Ich verstehe nicht, wie wir dann das, was er vorhatte, gegen seine Schwester einsetzen können. Das ist etwas, wo wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen und auch du uns immer sagen musst, was er denn jetzt verfolgt, weil seine Intentionen sind immer noch nicht klar. Ja. Was, also Intention schon, aber das Wie ist noch vollkommen im Dunkeln. Mhm. Alles geopfert. Was haben wir getan? Ich finde nicht, dass wir gerade wenig tun. Nein, ist schon richtig. Ich will auch nichts opfern, ehrlich gesagt. Nein, ich auch nicht. Gut. Ich habe ja auch nicht vor, mich diesem. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Dieser Wesenszeit anzuschließen, so wie er. Das ist schon richtig. Ihr habt ja alle recht. Ich weiß auch nicht, warum mir diese Worte in den Sinn kamen. Gut. Wir haben noch 2 Nächte hier. Ja. Und einen Tag. Ja, aber ich glaube, wir haben, was wir brauchen, oder? Das ändert nichts daran, dass wir unseren, also der Karawane in der Frühgeschützt sind, dass wir noch einen Tag hier sind. Ja, natürlich bleiben wir jetzt noch hier, aber wir haben jetzt hier. Wir können ja mal schauen, ob in der Stadt noch irgendwas weiteres Interessantes ist. Einfach so. Ja, ich denke mal, dass der Tempelmeister könnte man nachfragen, was denn seine Krankheit ist. Wenn man so nahe an den giftigen Sümpfen plötzlich unerklärlicherweise einer Krankheit einherfällt, könnte es da vielleicht einen Zusammenhang geben. Das stimmt. Ja, ein Tag ist aber auch eine lange Zeit. Ja. Und wir haben wenig davon. Ja, wir sollten die Nacht jetzt nutzen, um unsere Kräfte zu erholen und uns im Morgengrauen daran machen, dem Tempelwächter zu helfen. Das heißt, mit vollgeschlagenem Bauch. Dem Tempelwächter zu helfen. Oder heraus. Ja, Plan T. Hm. Haben wir schon einen Plan T? Nein. Nein, Plan T hattet ihr noch nicht. Nein, Plan T. Wir müssen entscheiden, ob Plan T jetzt war vor, zum Tempel zu gehen. Ja, dann Plan W. Ne, wir müssen jetzt eh noch einen Tag zubringen. Wir können nicht einfach raus. Nacht oder einen Tag, das wisst ihr nicht. Ja. Abgemacht ist, dass ihr nach der übernächsten Nacht abreist. Genau. Ja, also wir können auch versuchen, Feuer zu verschwinden. Richtig. Ja, da gibt es aber keinen Grund für. Also wir befinden uns schon auf eine Art Rennen. Wir wissen nicht genau, wogegen, aber jeder Tag, an dem wir an einem Ort bleiben, ist gefährlich. Das ist sicher richtig, aber ich finde, ich wir können nicht, hier der Karawane. Also A glaube ich nicht, dass es einfach wird, hier wegzukommen. Und B ist es der Karawane gegenüber extrem falsch. Ja. Es gibt verschiedene Sachen. Also wir sind die Widersacher. Wir sind hier nahe dem Einfluss jener, gegen die wir kämpfen. Auf der anderen Seite. Wenn es tatsächlich so ist, dass der Feind hier Einfluss genommen hat, um zum Beispiel dem Tempel, also Apokriton, Schaden zuzufügen und wir ihm helfen, dann schaden wir automatisch auch dem Feind. Welchen Feind? Den Dreidal, den Schädel. Naja. Den Widersacher. Du meinst vielleicht die Myrmidonen im Lagerhaus. Die sind ja nicht wirklich unser Feind. Die stehen ja nur unter falschem Einfluss. Das sehe ich auch so. Und wir müssen auch mehr herausfinden, was denn das Imperium tatsächlich über uns weiß. Und was natürlich tatsächlich so ist, je länger, was natürlich dafür sprechen würde, früher zu verschwinden, ist, dass natürlich jeder Tag, den wir hier sind, wenn die Myrmidonen hier reinkommen,
das Risiko einer Entdeckung birgt. Ja, das stimmt. Das ist natürlich wahr. Wenn wir uns hier aber relativ unauffällig verhalten. Außerdem sagte der Priester vorhin, dass sich die Situation jeden Tag drehen kann und jeden Tag ändern. Und wenn wir hier sind, in einer Situation, in der just da die Stadt belagert wird, wäre blöd. Also wäre schlecht. Wir haben aber ein Luftschiff, mit dem könnte man hier fliehen. Das ist aber nicht da. Von draußen durch das Fenster, das nur mit ein paar einfachen Holzläden geschlossen ist, hört ihr jemand, wie jemand die Stimme erhebt. Letzte Öffnung des Tores! Die Freiwilligen ziehen aus und wir schließen das Tor. Das wird noch ein paar Mal wiederholt. Letzte Öffnung des Tores, die Freiwilligen ziehen aus und wir schließen das Tor. Seid gewarnt. Okay. Nein. Nein. Dann schlafen wir zumindest eine Nacht hier. Genau. Ich wüsste gern. Ohne, was dass es schwankt. Wir in die Nachts hier irgendwie... Die Freiwilligen, die ins Myrmidonen Ausbildungslager nach draußen gehen. Ach so. Oder die Wache halten. Hm. Ich glaube, ich frage morgen mal. Ja, wir bleiben einfach die Nacht hier, verbringen. Das kann nicht genau. Ihr könnt euch, es ist nicht irrsinnig bequem, aber ihr könnt euch zumindest normal erholen. Juhu, Erholung! Mhm. Yeah, yeah! Eigentlich hätte ihr schon, habt ihr sicherlich schon mehrfach auf dem Luftschiff geschlafen. Ja, bestimmt. Man erholt nur in der Zeit, die man tatsächlich spielt. Ist das so? Wenn man da dran ist, wenn man die Zeit nicht spielt, geht man automatisch durch kleine Verletzungen genauso viel Schaden, wie man sich erholt hätte. So, du stößt dir die ganze Zeit die große Zinge, während du nicht aufpasst. Au. B6. Okay. Sei du hast schnelle Heilung, dann. Nee, ja. Wenn du Wandheit 20 hast. Dann hast du wahrscheinlich Flugheit 5 und haust dir mit dem Hammer auf die Hand. Aua, das hat wehgetan. Warum tut das so weh? Was habe ich eben gemacht? Ich hatte den Hammer. Aua, das hat wehgetan. Warum tut das so weh? Was habe ich eben gemacht? Lass mich raten, wenn du Flugheit und Gewandtheit 20 hast, dann bist du so hässlich, dass ständig jemand vorbeikommt und dir aufs Maul haut. Beide so hässlich. Oh. Können wir so eine Reihe machen? Anselm erklärt Regellogik. Ja, oder wir lassen es. Also das ist die Alternative. Wie findest du die Alternative? Ich wette, dass es jetzt schon drei Leute im Chat gibt, die das gerne sehen wollen. Ich glaube nicht. Aber ich kann, also ich finde so ein Format cool. Aber ich hätte auch Spaß dran. Aber wenn du schon zwei Attribute auf 20 hast, das ist schon sehr imbar. Warum spielst du überhaupt noch mit? Was? Wenn du zwei, drei Attribute auf 20 hast. Achso, ja. Dann schnippst du da nicht in die Finger und alles löst sich. Ich hab sowas nicht. Der nächste Morgen beginnt früh. Das Tor wird geöffnet. Bin ich überraschend. Die Freiwilligen kommen wieder rein. Nein, davon wird nichts gesagt. Das Tor wird geöffnet und ihr hört auch schon die ersten Leute, die Übungen auf dem Platz abhalten. Es ist gerade mal so graue frühe Dämmerung. Unsympathische Stadt. Dreh mich wieder um. Alles Sport und Ordnung. Ich dreh mich wieder um. Also wenn ihr findet, dass wir heute irgendwas Sinnvolles machen können, dann tun wir das. Und ansonsten muss ich sagen, Wort hin oder her. Meine Mutter hat sich auch in der Nacht davon gemacht. Oder am Tag. Aber du hast geschworen, sie zu enttäuschen. Ja, das habe ich doch so oder so schon geschafft. Ach so, gut. Oh! Außerdem, ich weiß nichts über die Mutter von... Was ist denn dieser Lärm? Kimual. Oh. Aber es hat... Naja, es gibt nicht, das Kissen ist nicht ausreichend groß, um damit beide Ohren abzudecken, also... Ja, aber die Decke mal so rüber. Ja, mit Mühe und Not kann man vielleicht noch ein bisschen schlafen, während die Stadt schon zu vollem, selbstverständlichen Leben erwacht. Aber sie hört's gut, sie kann den Kopf abstützen, um sich die Ohren zu halten. Stimmt. Jeden Tag ein neue Erkenntnis, warum vier Hände besser sind als zwei. Gut, du hast auch nur zwei Ohren, ne? Ja, ich denke schon. Früher hatten die Risto drei Nasenlöcher, bis irgendjemand auffiel, dass das doof ist. Und dann wurde es irgendwann wieder abgeschafft. Ja, frag mich. Ich glaube, die Risto sind entstanden, indem man ausgewürfelt hat, wie viele Körperteile sie jeweils hatten. Puh. Irgendwann haben sie nur zwei Augen. Gut. Es ist im Mirren auch schlecht, wenn das dritte Auge aufgeht.
Denn eigentlich ist das für dich selber toll, weil das heißt, dass du zur absoluten magischen Elite gehörst. Aber also ich bin dagegen, dass wir einfach abhauen. Gut. Wir sollten, aber ich will vielleicht mal zwei, drei Dinge wissen. Dieses, ist wieder ein Hotelpage da? Nein, natürlich nicht Hotelpage, aber du weißt, was ich meine. Unten steht jemand, aber jemand anderes diesmal. Hm? Guten Morgen. Schenk's dir zum Gruß. Schenk's dir zum Gruß. Ihr seid? Paltres, ja, Paltres. Ich sehe euch hier. Ich habe eine Frage. Selbstverständlich. Ich bin, wie ihr seht, wisst, ich bin ja nicht wohnlich hier. Wer gehört zu unseren Verbündeten aus Viralis, ich weiß. Ja. Welche Freiwilligen gehen nachts raus? Abends. Wir haben eine Abmachung getroffen mit den Myriaden des Imperiums. Sie verstärken hier unsere Einheiten und dafür bitten sie darum, dass vielversprechende Krieger und Freiwillige sich ihrer besonderen Ausbildung im Lager draußen anschließen. Sie haben davon wohl mehrere in ganz Antalya eingerichtet, dies ist das 13. Und dies tun wir. Und der Tempel ging auch mit gutem Beispiel voran und hat viele seiner Bediensteten dort schon hingeschickt zur Ausbildung. Seit wann gibt es diese Einrichtung? Seit einigen Wochen. Die dort von den Myriaden ausgebildet werden. Oder die dort ausbilden. Ausgebildet werden. Ah ja. Oh. Und sie verfügen über spezielle Kampftechniken, nehme ich an, die dann besonders... Sie sollen dort erlernen, mit besonderen Techniken und magomechanischen Waffen gegen die Dreidel vorzugehen. Deswegen ist auch unter großer Geheimhaltung liegt, was dort passiert. Ah ja. Mhm. Nur so interessehalber, wo könnte man sich da freiwillig melden? Bei der Villa des Hauses Taranos oder im Tempel. Ah ja. Ja, gut. Danke. Ihr seid dazu nicht verpflichtet, ihr seid kein Angehöriger der Stadt, aber natürlich sind wir stolz darauf, wenn auch unsere Verbündeten sich diesem gemeinsamen Kampf anschließen. Ich bin noch, ganz ehrlich, ich bin noch unentschlossen. Also für den Kampf bin ich natürlich bereit, einiges zu tun, aber ich bin ja auch nur einen Tag hier und der Weg zurück wird wieder weit und ich muss sehen, ob sich das machen lässt, aber es klingt interessant. Kampf? Ich gehe mal zurück ins Zimmer. Ja. Es gibt eine, die Freiwilligen werden nachts im Lager, der werden draußen im Lager nachts ausgebildet. Und diese Ausbildung soll angeblich gegen die Dreidel helfen, ist aber wohl unter großer Geheimhaltung. Und erst seit einigen Wochen. Und gibt es erst seit einigen Wochen. Klingt für mich ein bisschen komisch. Mhm. Gut, gehen wir zum Tempel. Lassen wir uns segnen. Und fragen wir nach... Maria? Ja. Das nur ein Tag. Und fragen nach Apokriton. Geht zum Tempel. Ja. Die Stadt scheint einen Ablauf zu haben wie ein Uhrwerk und alle Leute sind immer sehr entschlossen unterwegs und sich absolut sicher, wo sie gehen wollen. So dass ihr des Öfteren mal einfach aus dem Weg gehen müsst, wenn wieder eine Kolonne von Leuten irgendwo entlang marschiert kommt. Im Tempel herrscht aber derzeit Ruhe. Offensichtlich ist das nicht der Teil des Tages, wo die meisten Leute hier sind. Und ihr seht Dolichos, der mit dem Rücken zu euch vor der Statue des Sphinx hier kniet und offensichtlich im Gebet vertieft ist. Oder in anderen. Dann stören wir natürlich nicht. Wir warten. Nach einer Weile steht er dann auf, verneigt sich nochmal vor dem Abbild seines Gottes, dreht sich um und sieht die Augenbrauen zusammen, als er euch erkennt, die auf der Stufe sitzen. Schinkse. Freunde, wieder willkommen im Tempel. Schinkse jetzt zum Gruße. Ich schenke sie mit euch an diesem frühen Morgen, also an diesem Morgen. Als du frühe Morgen ansitzt. Hm? Das ist doch schon bald besser. Was kann ich für euch tun? Wir haben gehört, dass euer Tempelpriester Apokrypton seit einiger Zeit sich zurückgezogen hat, von Beschwerden geplagt ist, die es ihm unmöglich machen, seinen täglichen Pflichten nachzukommen. Und ja, wir wollten fragen, ob wir unsere Hilfe anbieten können, dass er Schinks hier wieder zu Dienste sein könnte. Ihr seid Ärzte? Ich dachte, ihr seid Wachen, oder? Nun. Es ist auch, Apokriton war vor einer Weile krank und seither hat
bittet er mich doch, die meisten seiner Pflichten zu übernehmen, während er einen guten Teil des Tages im Gebet verbringt. Ich verstehe. Seht, wir haben auf uns, also wir haben den Wegen durch die, um die Savanne und auch weiteren Reisen mitunter mit merkwürdigen, also oder mit außergewöhnlichen Krankheiten zu tun gehabt und wollten einfach nur fragen, ob es ihm einfach gut geht. Es ist mitunter schlimm, wenn man sich nicht richtig, ja, wie soll man sagen, sich richtig erholt und die Krankheit auskuriert, sondern zu früh seinen Pflichten nachkommt, dann kann es sein, dass man sich plötzlich gar nicht mehr erholt. Aber wenn er denn nun schon so lange im Gebet versunken ist, ist das doch eigentlich. Ich würfel mal auf Überzeugen. Gut. Du meinst, du willst ja aufrichtig jemandem helfen, ne? Das schon, also nicht überreden, sondern überzeugen. Dann kannst du schauen. Ja, hier, Ding ist anders nämlich. Überzeugen habe ich leider nicht. Ich habe nur überreden. Ich habe das. Stimmt, das ist ja, das ist da ja noch eins. Überreden slash überzeugen, okay. Ne, es steht einfach Mut, Intuition, Karin. Charisma. Eins. Eins? Yes. 10-10-1. Ja. Nice. Okay. Ich werde euch ein kurzes Gespräch verschaffen und bitte schildert mich hinter eure Eindrücke. Sehr gerne. Folgt mir. Und ihr geht hinten die Treppenstufen hinan, wo ihr ihn gestern, nachdem einmal tief durchatmen habt, hochsteigen sehen, wo er an eine Tür pocht, kurz auf eine Antwort wartet und sie dann öffnet. Und dahinter offenbart sich euch eine Zimmerflucht, die relativ licht eingerichtet ist und eröffnet die nächste Tür direkt gegenüber, hinter der sich ein Arbeitszimmer befindet, wo ein älterer Mann mit kurzgeschorenem weißen Haar aufsteht und die Arme verschränkt und strengen Blickes über seinen Arbeitstisch in eure Richtung schaut. Schien sie zum Gruße, wie riecht sie in dem Raum? Was? Es riecht extrem stark nach Weihrauch tatsächlich und nach Räucherwerk. Okay. So. Sagen so, als wäre das eine In-Game-Frage. Achso, du schickst es zu groß. Wie riecht es hier eigentlich? Wie riecht es denn hier? Ansonsten kannst du auch mal auf Sinnesschärfe würfeln, wenn du mehr genaueres wissen willst als Räucherwerk und Weihrauch. Krinnen. Ups. Nein. Es riecht nach Weihrauch. 20. 7. Aber es hilft nichts. Es riecht nach Weihrauch. Gut, alles klar. Es riecht nach Weihrauch. Ja. Der Raum ist sehr, sehr schlicht und aufgeräumt. Ein Arbeitsplatz, auf dem aber der einzige Unordnung enthält, der ist halt mit Papieren, Notizen und dergleichen bedeckt und eine ganze Reihe von verschlossenen, in die Wand eingelassenen Schränken rechts und links. Ich wollte nicht gestört werden, sagt der Mann, der vermutlich der eigentliche Tempelvorsteher ist. Dulichos verneigt sich nur kurz. Duldet diesen treuen Diener einen Gefallen und redet kurz mit diesen Leuten. Sie kennen sich mit Krankheiten und Schlichen des Feindes aus. Verzeiht. Dann ja. Winkt ihr euch rein. Ich warte vor der Tür. Ja. Der Mann setzt sich wieder hinter den Tisch. Eine Hand aufs Knie gestützt, die andere das Kinn in die Hand gestützt. Also. Gut, Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Und wie habt ihr Dulichos dazu gebracht, dass er euch hier hereinlässt? Nun, wie soll ich sagen, wir sind Reisende, die mit einer Karawane in die Stadt gekommen sind und sind besorgt über den Feind im Westen, dass er also Stürme und Zeichen, die in der Savanne stattfinden, lassen uns unruhig werden. Und es ist so, dass wir wollten. Bisher klingt es nach dem, was alle Bewohner Antalias erzählen könnten. Nun seht, es gab vor einiger Zeit einen Tyrannen, der aus dem Hause Chrysotheos sich mit dem Feind verbündet hat. Und dieser hat es geschafft, großen Schaden im Imperium anzurichten, großen Schaden über das Land zu ziehen. Und dessen Werk auch im Herzen dieser Stadt. Was für ein Märchen erzählt ihr da? Worauf wollt ihr hinaus? Er steht auf und schiebt seine Hände in die Falten seines Mantels.
Wir haben Grund zu der Annahme, dass vor, also wir haben jetzt 4000 irgendwas, oder? Ja, warte. 3000 Jahren. Damals zwei. Es ist 4783, glaube ich. Okay, so genau. Okay, dann fast 3000 Jahre. Dass wir fast 3000 Jahren hier ein schrecklicher Massaker stattgefunden hat. Durch den Händen der, also durch die Hände der Dreidal. Das wissen wir. Darauf ist unsere Stadt aufgebaut, auf diesem Zeugnis dieser Zeit. Und jener, der dafür verantwortlich war, dessen Macht tatsächlich immer noch auch in diesen Tagen nicht erloschen ist. Ich verstehe nicht, worauf ihr hinaus wollt. Ihr wart doch hier, um euch wegen irgendeiner Krankheit zu erkundigen oder zu beruhigen. Beim Herrn, ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Dolichos! Ihr wolltet, es hieß, dass ihr vor kurzem einer Krankheit, also an einer Krankheit gelitten habt. Ein kurzanhaltendes Fieber. Und doch konntet ihr nicht mehr Schinxes Dienst, wie es euch, also eure, normalerweise euer Pflicht ist, nachgehen. Deshalb haben wir euch nicht gesehen, dass ihr das Gebet führt. Er geht kurz hinter seinem Tisch auf und ab, bleibt dann mit dem Rücken zu einem dieser Wandschränke stehen. Ich habe in der Krankheit ein Zeichen meines Herrn gesehen. Und versuche, eine weitere Nachricht von ihm zu erhalten. Deswegen habe ich mich den meisten Teile des Tages, wenn ich nicht zu den wichtigsten Pflichten mich herablassen muss, dem Gebet gewidmet. Aber ihr seid sicher, dass es ein Zeichen eures Herrn war und nicht ein Gebrechen, was euch vielleicht der Widersacher geschickt hat? Ich werde doch selbst am ehesten verstehen, was ein göttliches Zeichen mal sein mag und was nicht. Selbstverständlich, ihr seid der Hohepriester. Darf ich nur fragen, wieso ihr euch ins Gebet zurückgezogen habt und nicht, wie es eurer Gottheit innewohnt, in die Pflichten und in den Kampf begeben habt, um die Truppen zu stärken? Jeder von uns dient dem Herrn auf seine eigene Art und Weise und ich habe fähige Helfer, wie Dolichos, denen ich Aufgaben übertragen konnte. Und er macht sie auch mit fähigen Händen. Es ist doch aber für jene, die es... Ich schaue mir an, weil er die ganze Zeit die Hand und irgendwie versteckt. Ja, er hat die Hände, die Hand auch immer noch in den Falten seiner Robe bzw. seines Mantels. Gut. Ist es doch auffällig, dass eure führende Hand fehlt? Es ist so, als wäre das der Verlust des Hohepriesters kann nicht einfach so ersetzt werden, ohne dass es den Ablauf stören würde. Und das merkt man und damit funktioniert funktionieren die Abläufe nicht wie gewohnt. Dolichos sagt mir, dass es der Stadt gut geht. Das Abkommen mit dem Haus Taramnos hat unsere Truppen gestärkt. Wir sind vorbereitet auf alles, was passieren mag. Sprichst du von Hand? Verzeiht mir noch diese letzte Frage. Welches Zeichen wurde euch denn offenbart, auch dass wir einfache Reisende danach Ausschau halten können, dass wir das Werk von Schinxir erkennen könnt? Noch habe ich kein eindeutiges Bild von meinem Gott empfangen. Ja, aber ihr habt seine Spuren in der Krankheit gesehen. Es war ein Fieber, das sich in Flecken auch gezeigt hat, die Farben der heiligen Tiere nachahmten. Jetzt sind die weg? Ja. Ich bin genesen, ihr braucht euch dahingehend keine Sorgen zu machen. Also, wenn ihr keine weiteren dümmlichen Fragen habt. Es ist irgendwie auffällig, dass er seine Hände versteckt. Ich habe das nicht ganz... Er hat jetzt gerade die Hand rausgeholt, sieht man das? Mit der linken Hand gestikuliert. Aber die rechte hat er immer noch versteckt, ja? Mhm. Ist das auffällig? Also ihm ist es ja aufgefallen. Warum verbergt ihr eure Hand? Er zieht die Hand hervor und ihr seht, dass der letzte kleine Finger fehlte, eine Kriegsverletzung. Körperliche Unversehrtheit wird in der Kirche gerne gesehen und so habe ich mir angewohnt, die Hand nicht zu zeigen. Ich sehe es nicht als Schwäche, ich habe mich daran gewöhnt. Das ist verständlich. Er streckt die Arme wieder. Ist das frisch? Nö, das sieht kalt aus.
Du siehst ganz schön alt aus. Nun gut. Dieses Bündnis mit dem Haus Taramnos ist relativ neu, oder? Es ist wenige Nonen alt, ja. Wochen. Wie lange ist das her, dass die falsch mal gerade? Das ist ja schon ein paar Monate mittlerweile. Ja, aber passt ungefähr, oder? Ja, das es ist auf jeden Fall erst nachher passiert. Ja. Hat das was damit zu tun, dass die Freiwilligen draußen trainieren? Ja. Sie schließen sich einer Ausbildung an, die Taramnos einigen Truppen zuteil werden lassen. Sie müssen ein Schweigegelübde ablegen und befinden sich während ihrer Ausbildungszeit über mehrere Wochen hinweg im Lager und werden meines Wissens nach an speziellen Waffen ausgebildet. Klingt gut. Es hieß, dass der Tempel für die... Also, dass man hier im Tempel sich auch für diese Ausbildung melden kann. Wenn ihr das wollt, wendet euch an Dolichos oder trefft einfach zur Mittagszeit oder kurz vor Schließung der Tore abends am Platz ein und lasst euch mitnehmen von den Truppen der Taramnos. Aber das heißt, ihr wart selbst noch gar nicht dort und habt diese Ausbildung inspiziert? Nein. Jetzt, wo das Haus Taramnos sich endlich... Mehrere meiner engsten Mitarbeiter haben sich freiwillig gemeldet und ich erwarte ihren Bericht, sobald sie von der Ausbildung wieder eintreffen. Wann wird denn, also gibt es eine Zeit, wo... Es soll einige Nonen dauern, bis die Ausbildung abgeschlossen ist. Und dann werden diese Soldaten teilweise zu uns zurückkehren und teilweise an andere Orte gebracht werden. Nun gut. Eure Neugierde ermüdet mich. Ich würde euch bitten, mich dann nun in Ruhe zu lassen. Ja. Er neigt sich vor, öffnet ein kleines Döschen, pustet auf eine Kohle, die da drin liegt und streut. Räucherwerk drauf. Steigt wieder eine süßliche Wolke auf. Gut, dann gehen wir. Mhm. Die Lechos steht draußen, schaut euch erst schweigend an und geht euch mit euch dann runter wieder in die Arena des Tempels. Was denkt ihr? Das wird schon. Ich denke auch. Die Verletzung, die er am Finger hat. Welche Verletzung? Ihm fehlt der Finger. Der kleine Finger. Ist das, er sagt... Er hat sich den Finger abgeschnitten? Oh. Er sagt, es wäre eine Kriegsverletzung. Das ist keine alte Kriegsverletzung an der rechten Sicherlich Hand. zeigt Apokryton Kriegsverletzungen, aber es wäre mir schon aufgefallen, wenn er ihm immer schon ein Finger fehlen würde. Was kann das bedeuten? Sind es nicht die Anhänger dieses... Ich verstehe das nicht. Als ich mich gebeten, ihn in Ruhe zu lassen, die meisten. Ist er dir sicher? Ja, ihr habt's alle gesehen. Ja, ihm hat der Finger hier gefehlt. Ich finde es im Nachhinein erstaunlich, wenn es wirklich keine alte Kriegsverletzung war, dass er es uns so bereitwillig gezeigt hat. Es ist... Mehrere Dinge sind... eigenartig. Zum einen verwendet ihr oft, also ich weiß, dass eure Rituale doch sehr dem Kampf und der Bewegung zugeneigt sind. Verwendet ihr viel Räucherzeug für eure Rituale und um euren Gott zu ehren? Für die einfachen Gottesdienste nicht, ne? Weil sein Zimmer ist voll von Weihrauch und er die ganze Zeit nachgerüstet wollte. Eine Eigenheit, die er entwickelt hat, ja. Seit der Krankheit. Wir haben auf Anweisen von Ärzten zunächst geräuchert, um giftige Dämpfe fernzuhalten. Und er hat das dann fortgesetzt seither. Was auf die Dauer unserer Erfahrung nach nicht gesund bzw. außergewöhnlich ist, weil es einfach ja, nicht den normalen Umständen und nicht den normalen Ablauf dienlich ist, die ganze Zeit seine Gemächer zu räuchern. Es sei denn, man versucht, einen anderen Geruch zu überdecken. Was für einen anderen Geruch. Krankheit zum Beispiel. Ich verstehe, ihr denkt, dass er weiterhin krank ist und unter einem Einfluss steht? Oder was wollt ihr damit sagen? Wirklich ist das. Es ist, also unser und mein Eindruck ist, dass er seine Motive verschweigt und meiner Meinung nach etwas zu verbergen hat. Er ist nicht offen, er ist... Komm mit mir. Geh zur Treppe und eilt nochmal hoch. Und stößt die Tür oben entschlossen aus. Aber Greta und wir müssen reden. Komm bitte rein. Er schließt die Tür auch hinter euch.
Ihr legt ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag. Ich verstehe nicht, wie ihr euer Volk so im Stich lassen könnt. Und dann redet ihr mit diesen Fremden und sie erfahren in wenigen Minuten mehr, als ihr bereit wart, mir preiszugeben. Der Tempelvorsteher weicht auch zurück und er geht... Wir machen Menschenkenntnisse. Aber auch. 3, 7, 1. Er geht relativ ziemlich instinktiv wieder mit dem Rücken vor denselben Wandschrank, vor dem er auch vorher stand, zwischen der Tür des Gesprächs. Okay. Gut. Die beiden fangen jetzt an, miteinander zu diskutieren. Und Apokriton sagt, dass das absolut in seinem Recht sei und er will nur eine Vision seines Gottes zu empfangen. Dulichus ist nur ein Untergebener, während er sich darüber beklagt, dass all die Arbeit auf ihn abgeschoben wurde, weil so viele aus dem Tempel sich freiwillig gemeldet haben. Und ich gehe währenddessen zu dem Schrank und öffne diese Lade. Der Apokriton drückt mit der Hand davor. Was wollt ihr? Das riecht irgendwie komisch und versucht die zweite Ding aufzuziehen. Also ist es eine. Du greifst mit der Hand. Er versucht, deine Hand wegzuschlagen und sich vor den Wandschrank zu stellen. Was tust du? Ich ziehe ihn vom Schrank weg. Körperkraft? Nein. Du ziehst, aber der Mann stemmt sich dagegen und zerrt zurück. Es ist eine so unwürdige Szene, wie ihr vor dem Wandschrank... Das ist so unwürdig, da ziehe ich auch noch. Komm, das kann er nicht mehr versauen. Das ist so der Kleine. Ja, ihr zieht ihn vor dem Schrank weg. Dulichus trägt ein Gesicht zur Schau, dass es irgendwo zwischen Entsetzen und Zufriedenheit liegt. Er scheint zu schwanken. Was machst du? Ich mach den Schrank auf. Der fällt ein himmelschreiend stinkender, verwesender Leichnam entgegen, der grob in ein Tuch mit dem Abzeichen einer Hornisse gewickelt ist. Angriff! Auf dich fällt und langsam an dir herabsackt und eine Spur von Verwesen und Leichenfett hinterlässt. Ja, ich fall zurück, ein paar Schritte. Und das war... Dann war der Tempelvorsteher also die ganze Zeit schon tot. Und an der Stelle könnten wir jetzt sagen... Was? Dass wir Schluss machen, weil es fast 10:30 ist und das der Zeitpunkt war, den wir abgemacht hatten, bis zu dem wir spielen wollten. Ich muss langsam fahren. Außer die Spieler wollen noch heute spielen. Alles gut. Es ist ein guter Cliffhanger. Das ist doch ein wunderschöner Cliffhanger. Ja. Die Schleiche ist aus dem Schrank gefallen. Wir auf jeden Fall, dass wir nicht allzu lange brauchen, um weiter zu spielen. Das schaffen wir. Ja? Vielleicht. Ich denke schon. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die Szene noch zu Ende bringen. Spielemesse. Spielemesse? Ich muss schauen. Und Hannes? ich werde schauen. Also es ist jetzt, ich bin im Oktober noch einmal in Hamburg da, aber reden wir uns dann nachher gleich zusammen, wann es weitergeht. Okay. Ich finde das einfach gerade so schön. Was für doch klasse. Dann sag dir mal wieder tschüss. Gut. Vielen Dank. Der Mitspieler und Gastgeber. Vielen Dank für die Engelsgeduld des freundlichen Chats. Das nennt sich Cliffhanger, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal einfach wieder dabei und hattet Spaß. Wir schon. Eine gute Nacht wünsche ich und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Livestream. Zum Beispiel morgen mit einer anderen Besetzung, bis auf Hannes der Gastspieler sein wird mit Dungeons & Dragons. Und wo wir direkt wieder übergeben werden an Steff, der dann später weitermalt. Das heißt, da machen wir einen Stream direkt an den nächsten ran, wo ein Türchen zugeht, geht das nächste auf. Tango und Bango grüße ich noch Danke. Beide. Moment. Genau. Ah, danke. So, und ihr habt jetzt keine Ausreden mehr, jetzt müsst ihr selber spielen. Ja, mal schauen, wann wir wieder so zusammenkommen. Also Snorri, Hanko und Bongo existieren im selben DSA-Erzählstall. Ja? Ja. Okay. Hango und Bango sind schon an Sachen geraten, die auch mit dem zu tun haben könnten. Also es ist ein großes Kontinuum. Schön. Jetzt muss Snorri nur die Kampagne überleben und nach Hause fahren, dann können sie sich auch persönlich sehen. Snorri hat bisher schon alles überlebt. Ja. Famous last words. Das war's. Tschüss. Gute Nacht. Ciao.